Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen am Sonntagabend zu Hardcore Colonization. So, jetzt war die ganze Woche über Ruhe. Die, die im Discord sind, haben es mitbekommen. Ich habe die Streams unter der Woche im Moment erstmal eingestellt, zumindest als feste Streams, weil ich das im Moment nicht sauber halten kann. Hashtag echtes Leben, so ist es eben. Und aber der Sonntag bleibt bestehen und deshalb hat es heute mal ein bisschen oder diese Woche ein bisschen länger gedauert, bis ich mal wieder online bin. In diesem Sinne soll es heute aber weitergehen mit Hardcore Colonization. Und vorneweg, ihr habt es vielleicht schon erraten, an dem Körbel mit der Weihnachtsmütze. Mütze. Ich fange nochmal an. An dem Körbel mit der Weihnachtsmütze. Einen schönen ersten Advent euch allen. Ich hoffe, ihr habt den heute ganz angenehm verbracht. Habt den ein oder anderen Keks oder sonstiges Gebäck eurer Wahl gegessen und dazu einen heißen Kaffee, Kakao, Glühwein, was auch immer euch glücklich macht, getrunken. Es sei euer gutes Recht. So, und bevor wir jetzt gleich in die Raumfahrtabenteuer des ersten Advents starten, würde ich sagen, sage ich doch einmal erstmal Hallo an diejenigen, die schon da sind. Und zwar an den Neo Kerman, an den Mickey, an den Bad Dead Senior, den Submarine One, Crackhack, Jojongs, den Arnold, den Damon, den Meoran, den Explodot, Mac, Knilly und Ferlo und Mackes und Hugo und natürlich auch vielen lieben Dank direkt mal an Knilly für den Resub. Das halbe Jahr ist voll. Willkommen in der Kategorie Silberne Rakete. Und schönen guten Abend auch noch an Panavia. Was machen wir heute? Ich habe es im Streamtitel schon ein bisschen angekündigt. Wir müssen einmal ganz kurz gucken, ob es noch irgendwas Resupplyen gibt. Ansonsten würde ich heute gerne eine Kombination aus Trainingsmissionen für das neue Personal plus Wissenschaftsdaten von Minmus holen, um unser Labor ein bisschen wieder aufzufüllen, starten. Aber ich muss jetzt mal auf die Uhr gucken, was die eigentlich so sagt. Wir haben insgesamt noch für alles Unangenehme relativ viel Zeit. Können also uns noch mit ein paar anderen Sachen beschäftigen. Das passt ganz gut. Und ich würde das Labor halt relativ schnell wieder gerne auffüllen mit Daten, damit wir da nicht leer laufen. Denn über die Zeit kommen so sehr viele Wissenschaftsdaten zusammen, die uns sehr helfen. Und Minmus ist dafür unsere beste Wahl im Moment. So, wir hatten ein kleines Missgeschick. Das muss ich noch klären. Ich habe das jetzt noch nicht ad hoc hinbekommen, die drei hier wieder ins Leben zurückzurufen. Also momentan sind Wöller, Mackes und Grimmisch tot. Allerdings sind die bugbedingt tot. Da war die Anzeige nicht korrekt. Das muss ich noch korrigieren, ist aber nicht einfach so. Da muss ich mal schauen, dass ich mir mal noch eine Sicherheitskopie vom Safegame mache und das mal in Ruhe durchgehe. Oder über KLM. So, wir haben momentan draußen unterwegs im Prinzip einfach nur die Bewohner der Space Station One und wir haben noch den Dawnride zu retten, soonisch irgendwann mal. Das müssen wir mal machen. Und wir haben natürlich eine ganz, ganz lange Liste an vielen neuen Kerbel-Kolleginnen und Kollegen, die so langsam mal lernen müssen, wie Raumfahrt funktioniert. Und deshalb müssen wir heute mal eine kleine Testmission machen. Testmission, Trainingsmission, Science-Mission, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall Wissenschaftsdaten Wissenschaftsdaten einsammeln. Das werden wir heute in den Fokus stellen. Wenn sich eine Mission anbietet, würde ich dann natürlich noch gucken, ob wir eventuell die Minmus-Raumstation sauber wieder in Betrieb nehmen. Und je nachdem, wie gut wir mit dem anderen vorwärts kommen, würde ich beginnen mit der Planung für die Bodenstation Minmus. Auf Minmus wollen wir ja Treibstoff abbauen, langfristig gesehen. Da sollten wir dann mal gucken, wie es losgeht. Ich weiß aber noch nicht, ob wir das zeitlich heute schaffen, deshalb verspreche ich es einfach nicht. Wir konzentrieren uns heute mal auf die Minmus-Mission für For the Wissenschaft und For the Training von den Newbies. Und wenn wir das sauber hinbekommen haben, dann diskutieren wir über andere Probleme. So, wir gucken mal, ob sich irgendwas anbietet, missionsmäßig. Wir haben noch Explore Duna, Eve Probes, was haben wir hier? Dr. Vossels on or around Duna, return to Kerbin from orbit of Duna. Okay, das wird noch eine Weile offen bleiben, glaube ich. Das hat auch nur so mittelgut geklappt hier. Das können wir auch nicht abbrechen. Das ist so eine hohe Strafe. Da sind wir instant pleite. Da müssen wir nochmal ran. Also wir müssen im nächsten Eve-Startfenster auf jeden Fall nochmal sehr viel besser ausgestattete Probes schicken. Ist halt so. So, jetzt gucken wir mal. The Minmus 4 Journey. Ja, nee. Oha. Using a single vessel.
Okay, nette Competition sind wir aber noch nicht so weit, würde ich sagen. Und ist auch nicht das, was wir heute machen wollen. Expand Station. Nope, nope, nope. Was will er denn da? So, Intruder Station has an antenna, has a docking port and can generate power. Oh, 21 Kerbals, okay. Stability for 10 seconds. Also, wir müssen vor allen Dingen mehr Supporting Facilities ranpacken. So. Warum ist Damon Kerman nicht eingestellt? Ich habe, glaube ich, diejenigen, die das über das neue System gemacht haben, die habe ich noch nicht. Beziehungsweise war bei Damon, meine ich. Bei irgendwem hatte ich noch eine Frage offen. Boop, 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 boop. Könnte Damon gewesen sein. Nämlich, was für eine Klasse der sein soll und wie der heißen soll, meine ich. Ich glaube, daran lag es. Schick mir das gerne nochmal irgendwie im Discord-Chat oder so. Falls du es nicht schon hast und ich es einfach übersehen habe. Dann schick's mir trotzdem, dann poke mich trotzdem gerne nochmal. Okay, also ich sehe jetzt hier auf den ersten Blick noch nichts, was uns direkt was an Minmus bringt. Ja, dann machen wir das einfach for the science. Sehr schön. Okay, dann lasst uns einmal einen Vierer schon fertig machen. Hast du mir im Discord geschickt? Sehr schön, das ist gut. Dann muss ich das noch machen. Dann bin ich da einfach noch außenstehend mit meinen Aufgaben. Und let's survive. Vielen lieben Dank für den Resub im vierten Monat. So, was ich überlegt hatte, war, ob wir auf Basis, wir hatten so ein Minmus-Reiseding nämlich schon mal. Irgendwie sowas. Aber ich glaube, das ist hier nicht. Das sieht noch nicht nach. Yes, but actually no. Ich würde das halt gerne. Ich würde das halt gerne. Auf Basis unserer wiederverwendbaren kleineren Raketen, weil die schon funktionieren. Ist es die Minmus Moon Mission? Die Multi Moon Mission? Nee, im Leben nicht. Nee, das ist alles noch Pre-Reusability. Dann lasst uns den oberen Teil neu bauen. Ich muss es eh ein Stück weit neu bauen, weil wir mit dem Pandora-Pod arbeiten müssen, wollen, tun. So, ich will nämlich einen Vierer-Pod nehmen. Das hat sich letztes Mal recht gut bewährt. Und wir werden dann gucken, dass wir hier jetzt ein Raumschiff ranklatschen, mit dem das insgesamt halbwegs funktioniert. Wir müssen gewichtsmäßig ein bisschen aufpassen. Ich glaube, unser Hauptproblem wird tatsächlich Gewicht werden. Ich meine, was hatten wir gesagt? Wir haben so ungefähr 15 bis 20 Tonnen oder sowas, mit denen wir arbeiten können. Ich glaube, 15 bis 20 Tonnen haben wir, meine ich, mit denen wir arbeiten können. An Gewicht, das heißt, unser Raumschiff sollte sich irgendwie grob in dieser Kategorie bewegen. Da müssen wir mal gucken, dass wir es hinbekommen. So, Da Passenger, vielen lieben Dank für den Resub im zweiten Monat und Kales für den 11. fortlaufenden Monat. Vielen lieben Dank an euch beide und natürlich weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Wir machen jetzt erstmal die einfachen Sachen. Die einfachen Sachen sind Docking Port. Damit wir, obwohl brauchen wir zwingend einen Dockingport? Wir müssen nur Science abgeben, ne? Wir brauchen gar keinen Dockingport zwingend. Dann lasst uns das mit dem Fallschirm zubauen. So viel zum Thema einfache Sachen. Witz gemacht. So, und dann hätte ich gesagt, brauchen wir noch einen? Reicht uns das? Ich meine, wir gehen nur mit dem Hitzeschild drunter rein. Eigentlich. Der Pod hat echt eine hohe Impact Tolerance. Wir könnten eigentlich mal ein wirklich schön designtes Raumschiff fliegen. Seit wann ist bei mir überhaupt irgendwas einfach? Ja, das ist eine gute Frage und eine Kritik, die ich mir gefallen lassen muss. Leider. Ich muss es leider zugeben. Aber es ist schon viel einfacher geworden, seitdem wir nur noch die Raumschiffe oben designen. Und ich würde jetzt gerne mal ein vernünftiges Raumschiff machen, das uns nicht wieder tausend Probleme verursacht. Auf dem Weg nach Minmus. Ich würde tatsächlich alles wegwerfen wollen, ehrlich gesagt, was nicht mit,
Wie schicke ich die Signs an die Station und Docking Port? Ich nehme die aus der Kapsel und bringe die mit dem Körbel rüber. Ich kann ja die Experimente nehmen. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Also, was wir brauchen, auf jeden Fall auf dem Flug nach Minmus. Wir werden nicht drum herumkommen, uns so einen Hitchhiker-Container mitzunehmen. Was das Ding auch direkt mal massiv schwer macht, ärgerlicherweise. Weil uns die Typen sonst halt durchdrehen. So, das ist halt ganz klassische Kategorie von unvermeidlich. Unvermeidlich? Unvermeidbar? Unvermeidbar wirkt irgendwie besser. So, also da kommen wir nicht drum rum. Wir müssen auf jeden Fall mit 4 Kerbals, haben wir dann 172 Tage Habitation. Check. So, dann haben wir das Problem schon mal los. Wir müssen auf jeden Fall noch gucken, dass wir genug Essen mitnehmen. Und wir müssen auf jeden Fall noch gucken, dass wir genug Batteriekapazitäten haben. Das war nämlich bei meiner letzten bei meinem letzten Minmus-Ausflug war das nicht so richtig zu Ende gedacht. Da hatte ich nämlich ein bisschen Probleme. Also Solar war super, wenn ich es in die richtige Richtung gedreht habe. Das müssen wir auch anders machen diesmal. Aber ich hatte Probleme mit der Batteriekapazität über kurz oder lang. Das machen wir diesmal ein bisschen besser, hoffe ich. Ich würde tatsächlich mit einem Universal Storage Core arbeiten wollen. Wir haben die Lektion ja jetzt gelernt, dass man durch den nicht so richtig gut Fuel transferieren kann. Das ist ärgerlich, aber in unserer Mission, glaube ich, akzeptabel. Wir müssen gleich mal gucken, wie wir die Landekonfiguration dazu machen. Aber da fällt uns sicherlich auch gleich noch was ein. Wir müssen hier ein bisschen Auge drauf behalten. Wie gesagt, eigentlich ist so... und ich habe noch nicht mal Triebwerke dran. Triebwerke und Sprit. Eigentlich ist so 15 Tonnen unser momentanes Limit. Aber vielleicht müssen wir mal eine bessere Upper Stage konzipieren. Für unsere Reusable-Rakete. So, das wird Minmus Mission. So, safe. Mikas, vielen Dank für den 4. Monat. Dankeschön. So. Also, auf jeden Fall Strom. Da können wir uns schon mal ziemlich einig sein. In der Quad-Konfiguration. Wenn wir davon 2 Stück mitnehmen, sollte man einen Großteil der Probleme schon mal durch haben. So. Ob ich nicht einfach KOS mit einem guten Skript habe, weil ich KOS hier am Anfang nicht mit drin hatte und mich das zwar prinzipiell sehr reizen würde, irgendwann mal ein Setup komplett mit KOS zu machen, dann würde ich aber ehrlich gesagt ein Setup komplett mit KOS machen. Also wirklich alles damit. So, gucken, wo geht's auf? Da geht's auf. So, das müssen wir ein bisschen drehen, dass das zu unserem Setup passt. Check. So, dann haben wir hier hinten Zeug. Live Support. Los geht's. 4. Sind wir bei 11 Tagen. 23 Tagen. Ich glaube, das passt ganz gut. 35 Tagen. Sind aber auch schon bei 9 Tonnen. Okay. Gut. Now comes the fun part. Ich denke mal, ein Labor macht auf jeden Fall Sinn. Einmal Mystery Goo macht auch Sinn. Oh, der war nicht sauber drin. Zack. Und ich habe mittlerweile noch eine Atmospheric Science Unit. Die nehmen wir auch noch mit. So. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Irgendwas ist passiert. Arnold, vielen lieben Dank für 50 Bits. Dankeschön. Das ist passiert. So, ich habe einen kurzen Moment gebraucht, das irgendwie einzusortieren in meinem Kopf. Vielen lieben Dank dafür. Hashtag Bitleader. Hashtag 1. Dezember.
Das war ja einfach. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen vor allen Dingen Bodenexperimente, denke ich mal. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Trombo, vielen lieben Dank für den Resub im zweiten Monat. Dankeschön. Was ist das? Physical Science Unit. Gravioli, und was macht er hier? Temperature and Pressure. Ah, okay, den könnten wir auch noch mitnehmen. Gravioli-Detektor und ein Dings geht immer. Und ein Accelerometer. Damit haben wir doch schon mal ein bisschen was. Jetzt gucken wir mal noch, was ging noch unten auf dem Boden ganz gut? Was ging unten auf dem Boden noch ganz gut? Warte mal. Science. Nee, ich würde gerne sehen. Sind da noch gar keine gemacht. Hä? Da haut ja irgendwas nicht hin. Oh nein, ist das nicht aktuell? Wird das nicht sauber geupdatet? Ich befürchte, das ist nicht ganz. Nicht ganz sauber, richtig? Das scheint nicht sauber zu funktionieren. Nein! Jetzt wollte ich gerade nachgucken. Jetzt müssen wir das mal kurz speichern. Ich muss tatsächlich mal manuell scheinbar nachgucken im Wissenschaftsbereich, was wir eigentlich schon gemacht haben, was gute Bodenexperimente vor allen Dingen auch sind. Eieieiei. So, lasst uns mal gucken. In die Archive wollen wir. Kerbin Minmus. So. Surface deployed stuff sparen wir uns diesmal, glaube ich. So viel Overtime bringt es halt nicht, ne? Multispektralanalysen, Space. Orbital, bla bla bla, Space. So, Magnetometer-Scan können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Magnetometer geht auf jeden Fall. Mystery Goo haben wir. Material Study haben wir. Temperature Scan haben wir. Atmospheric Pressure Scan haben wir. Ist es so wenig? Wir haben noch dieses Hammerzeug, ne? Aber wir waren schon an echt vielen Orten. Holy shit. Flats, Great Flats, Greater Flats, Highlands, Lowlands. Wir haben schon wirklich viel besucht. Eieieiei. Out of total 460. Also wir haben da aber noch Luft. Die Frage ist, sind es Experimente oder ist es tatsächlich... Ich reagiere gleich. Ist es tatsächlich Biome, die noch offen sind? Ich muss mal ganz kurz die Biome checken. Ich weiß nicht, ob uns noch was fehlt. Zack. So, jetzt gleichen wir das mal einmal ab. Also, wir haben die Pole. Da waren wir auch schon. Aber Eva-Report bisher nur. Ich nehme mal irgendwas Lustiges. So. Poles, check. Lowlands, check. Midlands, check. Highlands, check. Slopes, check. Flats, check. Lesser Flats ist noch offen. Sehr gut, das schreibe ich mir direkt mal auf. Wir haben da also noch was. Lesser Flats, Leute. Lesser Flats gibt's noch. Great Flats, Greater Flats. Okay. Was blöd ist, ich kann, glaube ich, nicht sehen. Kann ich das hier sehen? Doch, ich habe Material Study auch noch nicht von Minmus Lowlands scheinbar abgesendet oder abgeliefert, ne? Aber ich kann nicht sehen.
Schwierig. Ich kann nicht sehen, was ich im Labor schon bearbeitet habe, oder? Kennt ihr einen Weg, das zu sehen, was ich schon im Labor bearbeitet habe und was nicht? Schwierig, 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 schwierig. So, jetzt aber erstmal, jetzt muss ich ja mal kurz aufarbeiten. Nikolai, vielen lieben Dank für den Resub im sechsten Monat. Auch du ganz herzlich willkommen in der Kategorie Silberne Rakete. Und Rob, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten. Tja, das ist jetzt eine schwierige Frage, ne? Was haben wir schon abgeliefert, was noch nicht? Also ich glaube, Lesser Flats ist auf jeden Fall ein Safe Bet. Dass wir mit dem Zeug irgendwas anfangen. Nee, Minmus Lowlands, Entschuldigung. Also Lesser Flats sowieso und Lowlands eventuell für For the Science. Wie ist es denn hier? Aber Lowlands haben wir Surface Sample gemacht. Da haben wir auch Lesser Flats gemacht. Aber das haben wir auch noch nicht auf Lesser Flats. Also wir waren da in Teilen schon mal, sagen wir es mal so. Okay, das heißt, wir werden Lesser Flats anfliegen auf jeden Fall. Aber dann brauche ich vielleicht gar nicht so viel Stuff. Gar nicht so viel Stuff. Wir haben Minmus bald durchgespielt, ne? Schwierig. Schwierig, schwierig. Oder wollen wir eine Moon Mission machen? Moon haben wir auf jeden Fall noch nicht so viel, ne? Jetzt lasst uns das Ding erstmal auf der Ebene kurz fertig bauen, dann können wir gleich nochmal drüber nachdenken. Ihr könnt ja auch nochmal in euch gehen, ob wir vielleicht statt Minmus lieber Moon anfliegen. Würde ein paar Sachen vereinfachen, was die Länge der Mission angeht, tatsächlich. So, wir gucken mal derweil, was unsere. Warte mal, wir können auch einfach hier reingucken. Unsere Experimente angeht. Wenn wir hier spannende Wedges haben. Das ist der ganze Stuff, das habe ich aber mittlerweile alles. Surface Sample Collection Drill brauchen wir mit dem Ding nicht. Surface Ablation Laser Light Imager könnten wir tatsächlich mitnehmen noch. Ich bin tatsächlich am Überlegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob wir da eine Moon eine Moon Mission nicht draus machen. Ob wir nicht tatsächlich eine Mondmission fliegen. Das würde sehr viel Gewicht rausnehmen. Was wir nicht machen könnten mit einer Mondmission, wir können den ganzen Kram hier wegschmeißen. Wir können das hier massiv abkürzen. Wahrscheinlich irgendwie auf sowas hier. Echt am Überlegen, ob wir das nicht machen. Weil Moon haben wir tatsächlich noch nicht so viel gesammelt für die Raumstation. Ich kann es eh nicht nachvollziehen. Ich weiß nur, wir haben noch nicht so viel für die Raumstation. Also noch nicht so viel von Moon. Das muss jetzt natürlich dann irgendwie double. Zack. Deploy our base. So, da kommen wir auch überall ran. Essen für 17 Tage. Like nobody cares, richtig? Viel zu viel. Vier Leuten. Zack. So. Batterien haben dann immer noch 2000 Ladung drauf. Nö, Flug nach Minmus gibt so viel mehr Erfahrung nicht. Zwei Sterne kann man auch kriegen mit einer Mondlandung. Meine ich zumindest. Also das sollte reichen tatsächlich. Die Frage ist, was nehmen wir noch mit, ne?
Magnetometer auf jeden Fall. Magnetometer geht immer. Magnetometer ist eine super Sache für Bodenkontakt. 5 Tage Essen reicht locker. Batterien für 2 Tage. Solarpartikel kann man unten nicht machen. Surface Analyzer. Ich überlege gerade, was noch ganz gut ginge. Genau, ich spiele gerade die 172. Da hat der Neo schon komplett korrekt Antwort gegeben. Ja, okay. Das ist das Richtige. Das habe ich auch schon. Der ging, glaube ich, nur... Jetzt lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, der ging hier nur... Also ich bin eigentlich schon gedanklich relativ committed auf... Mondmission, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Außer jemand gibt mir jetzt noch ein echt richtig gutes Argument, warum ich nicht eine Mondmission machen sollte. Sondern irgendwas anderes. So, jetzt gucken wir mal. Universal Storage. Wir wären jetzt nämlich gewichtsmäßig auch ganz woanders unterwegs. Was uns eventuell... Storage Inventory System. Das würde vielleicht noch richtig Sinn machen, dass wir uns hier ein bisschen Werkzeug mitnehmen. Falls irgendwas ist unterwegs, kann man ja nochmal Hand anlegen, sage ich mal. IVA Items. Zack, ein Schraubomat auf jeden Fall. Und 1 Notfall-Solarpanel. Hilft, glaube ich, immer. Fällt uns noch irgendwas ein, was wir unbedingt brauchen? Ja, mit der Nahrungsmittelversorgung wird es dann immer ein bisschen komplexer. Aber das ist auch genau der Gedanke dahinter. Ne? Es soll komplexer sein. Also. Auf Mimus gibt es Eiscreme, aber auf dem Moon gibt es Steine. Und ich glaube, wir hatten Plant Flag on the Moon sogar als eine... Lasst mich mal ganz kurz gucken. Ich meine... Also sind wir mal alle ganz ehrlich, es wird wahrscheinlich eine Moon-Mission. Stellt uns vor ein paar andere Herausforderungen, aber das klären wir gleich noch. So, jetzt lasst uns mal gucken. Es gab nämlich, glaube ich, eine Plant Flag on the Moon-Mission. Das wäre ganz cool. Dann haben wir sogar noch ein bisschen Bezahlung bei der ganzen Geschichte mit dabei. Wie unsichtbar ist meine grüne Flasche eigentlich? Oh, die ist ja jetzt richtig unsichtbar. Ich habe eine grüne Mineralwasserflasche. Jetzt ist es komplett vorbei, Leute. Ihr seht mich nicht mehr, wenn ich trinke. Jetzt ist es komplett vorbei. Plant Flag on the Moon. Hervorragend, da sehe ich sie doch. 75.000, immerhin. Das machen wir doch glatt mal. Weil man soll ja nichts für umsonst machen. Ne? Käse. Naja, Käse ist auch okay. Ich glaube, Moon ist eine gute Entscheidung. Hashtag komplett der falsche Streamtitel. Aber so ist das halt. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir dieses Raumschiff jetzt noch moontauglich bekommen, weil auf Minmus ist das ja alles immer pipi einfach. Auf Moon oftmals dann nicht mehr ganz so sehr, wie man sich das gerne vorstellen würde. Okay. Das macht es wahrscheinlich schwerer als 15, richtig? Jo, sehr viel schwerer als 15. Was wiegst du? Jetzt mit Sprit meine ich 14,9. Ich guck mal. Das würde in der Theorie reichen, wenn wir sonst nichts mehr damit machen. Also wir brauchen zum Landen knapp 600. Knapp 600 zum Starten, sind wir bei 1200. Orbit nochmal hin und zurück, also Orbit rein, Orbit raus, 600. Sind wir bei 1800. Haben wir noch ganz guten Puffer, einen Teil des Fluges. Also kann man so machen. Da würde jetzt noch mit ein bisschen Equipment was weggehen. Was ich gerade überlege.
ist allerdings... Das Ding hat jetzt natürlich ein Trust Rate Ratio von... Was wäre denn, wenn wir hier mit Hydrologs fahren? Mal gucken, ob das eine Möglichkeit wäre. Hat auf jeden Fall ausreichend Trust Weight. Vielleicht sogar. Ah, vielleicht können wir sogar mit dem kleineren Triebwerk gehen. Leute. Und hätte noch eine 2,43er. Und wir sind bei 13,8 Tonnen erst. Ich bin versucht, das gut zu finden. Ich bin tatsächlich versucht, das gut zu finden. Landing Stabilizer, Wide Landing Legs. Okay, mit dem Triebwerk hätten wir auch nicht so ein großes Profil, ne? Guckt euch mal diese schnucklige kleine Rakete an. Und das Ganze mit fast 3000 Metern pro Sekunde, ne? Überlege gerade von den Abmessungen her. Ist das der richtige? Ich hoffe, es ist die richtige Größe. Ja. Frage ist, was geht auf diese Triebwerksgröße? Ich hätte überlegt, damit mit einem Adapter zu arbeiten. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Komm. Das ist ja eigentlich die korrektere Variante, ne? Wenn wir sagen, wir fahren hier mit... Logs, nee. So sagen wir, nehmen auch die gekühlten Tanks. Hydrologs, genau. So, das wäre doch meine Antwort darauf, richtig? Was? Oh, ist da nichts drin? Hä? Warum ist er jetzt plötzlich bei 149? Muss ich das verstehen? Liquid Hydrogen. Liquid Oxygen. Gerade verwirrt. Warum gibt der so wenig? Was zeigt er da falsch an? Ich habe so das Gefühl. Gut, dann nehmen wir halt den normalen Tank, ist auch egal. Dann ist dem halt so. Aber hier zeigt das. Also hier vertraue ich der Anzeige irgendwie ein bisschen mehr. Jawohl, jawohl. So. Aber ich hätte gern irgendwie einen Adapter da drauf, ne? Aber genau für das Format habe ich, glaube ich, keinen. Ich glaube nämlich nicht, dass der passt. Naja.
Ja gut, dann muss es ohne gehen. Dann leben wir damit. Dass das ein bisschen strange aussieht. So, jetzt müssen wir mit den Beinen gucken. Ich tendiere fast dazu, die White Landing Legs mal zu benutzen. Wir sind mit 13,8 Tonnen immer noch in einem guten Bereich. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Ich hatte befürchtet, dass sowas passiert. Spricht aber doch eigentlich nichts dagegen, die ein bisschen tiefer anzusetzen, oder? Sieht halt komisch aus. Es sieht halt einfach komisch aus. Ein bisschen. Ja, Landebeine finde ich ist immer so ein Thema. Alternativ, huch, das war nicht die Alternative, nach der ich gesucht habe. Alternativ kann man natürlich sagen, man nimmt einfach das gute alte Stocklandebein. Ja, ich glaube, so machen wir das einfach. Starke Feder, sehr starke Dämpfer. Dämpfer. So, schönen guten Abend, Herr Major. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen Strom. Da kommen die rausgekrabbelt. Achso, wir müssen noch zurückfliegen, ne? Das haben wir jetzt aber eigentlich auch ganz gut safe in dem Budget mit drin. Wenn ich mich nicht total anstelle. So, Monoprop. Brauchen wir Monoprop? Wir können es drin lassen, es schadet nicht. Wir können es ja benutzen. So, Stromerzeugung. So. Ich würde ganz simpel ja, wir können auch was von dem neuen Zeug nehmen. Ich glaube, ich habe irgendwas Neues freigeschaltet. Aber ich befürchte, wo laufen die denn? Und da war es Solar. Voltaik oder so. Ja. Habe ich doch noch nicht so viel freigeschaltet, wie ich dachte. Ja, ich glaube, so ist okay. So. Ich glaube, als Rakete dürfte das so tun, um zum Moon zu fliegen. Ich gucke nochmal sicherheitshalber. The Moon, Vakuum, 2,35er Thrust Weight Ratio. Fine for me. Wenn das so funktioniert. Ach shit, das Ding fährt noch aus, ne? Ich hab's jetzt gerade erst gesehen. Vorhin hatte das irgendjemand von euch kommentiert, da habe ich es mal hart ignoriert. Stimmt, stimmt. Da war was. Da war ja was. Hashtag, so funktioniert das nicht. Mit den Landebeinchen. Da sollen wir uns noch irgendwas einfallen lassen. Was haben wir denn noch da? Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist so ein Extended Triebwerk. Läuft bei mir. Die Dinger sind auch zu kurz. Die Dinger sind auch zu kurz. Tja, wir können natürlich einfach. Bisschen kurz, ne, ist gar nicht so kurz. Wir können natürlich mit den Dingern arbeiten.
Das sieht natürlich richtig hässlich aus, ne? Das ist jetzt eine sehr einfache Lösung für ein Problem, aber schön ist halt auch echt richtig anders. Kann man so machen, sieht dann halt kacke aus. Naja, da muss es doch eine bessere Lösung für geben. Ich bin übrigens für Vorschläge offen. Wenn jemand eine schöne Idee hat, ich bin bereit zuzuhören. Vielleicht lese ich es sogar. Obwohl, so weit wollen wir nicht gehen. So weit wollen wir nicht gehen. Joint. Ich glaube, ich habe noch keine Structural Tubes. Struktural. Das funktioniert richtig gut, die Suche. Oh doch, ich habe die tatsächlich schon. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, einfach zu sagen, wir setzen Structural Tube darum. Muss ich nochmal gucken, wie muss ich die denn ansetzen, dass die funktioniert. So, dann kann ich es immer noch da reinbauen, oder? Das ist natürlich eine schöne Möglichkeit. Ich jetzt noch. Shroud aus. Eigentlich gar nicht schlecht. So, kriegen wir denn da jetzt die Beinchen sauber dran? Aber jetzt noch, wenn wir es jetzt noch schaffen würden, mit den schönen Beinen zu arbeiten, ne? Schönen breiten Stand. Das wäre ja. Ah! Oh! Please not. Baut man das jetzt da rein? Außer sehr vorsichtig. Ich möchte nicht sagen, dass das funktionieren könnte. Aber das könnte funktionieren. Oder ein sehr teurer Fehlschlag werden. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ja. Machen wir so. Die erste Rakete mit verkleidetem Auspuff. Zack. Zip. So sind die jetzt? Ich befürchte. Befürchte natürlich nicht. So, das Autostrotten auf jeden Fall mal. Sind die jetzt in der Gear Action Group mit drin? Natürlich sind sie nicht in der Gear Action Group mit drin. Toggle Stabilizer. So. Zack. Cool. Thank you. Was ist das Ziel? Ich hoffe inständig, dass das Ziel der Moon ist. So, jetzt lassen wir mal kurz drüber nachdenken, was ich hier eigentlich alles gerade verbrochen habe. In der Theorie kann man das so machen. Und wir sind bei unter 15 Tonnen. 2673 Meter pro Sekunde. Und ich würde sagen, ich verzichte auf Reusability der zweiten Stage. Jo, oder? Wir verzichten auf die Reusability der zweiten Stage. Um da noch ein bisschen Schwung rauszuholen. Ah, ich will so ein in beide Richtungen Ding.
Der gefällt mir da, glaube ich, besser. Wow, gut geklappt. Da. So, wir verzichten auf die Reusability der zweiten Setch, damit wir... So, und jetzt muss ich mal gucken. Mit ein bisschen Glück können wir hier mit einem Pudel arbeiten. Und kriegen relativ decent... Was. 0,74 ist super für eine Second Stage. Das Ding hat dann immer noch 2137 Meter pro Sekunde. Das heißt, wenn wir jetzt das einfach so runterstrippen, ich überlege jetzt gerade, geben wir ihm noch eine mit drauf. Einen Tank, so einen kleinen. Das einfach so machen. Und ganz ehrlich, Solarpaneele zählt in die Kategorie besser haben als brauchen. So. Soll die Science dann vom Moon auf die Mimo-Station? Das ist der Plan. Baseball auf die Moon? Nee. Es ist nur eine Wissenschaftsmission in Richtung Moon. So, damit haben wir eigentlich dann ganz gut... Also die Idee wäre dann quasi mit dieser Stage nicht nur in den Orbit zu schieben, sondern noch den Burn raus zum Moon so weit wie möglich zu machen. Genau, und dann können wir nämlich hier drunter jetzt unsere Newton Launcher Stage 1 packen. Zack. Weil eigentlich dürfte das da oben nicht so schlimm sein, dass es uns wirklich stört beim Starten. Das ist ein bisschen nervig, aber ich glaube, es stört nicht wirklich. Hoffe ich. Aber dann können wir mit der Stage... Dann reiht sich das mit der Stage relativ weit aus. Ich meine, wir haben 75.000, die die Mission schon mal bringt. Eventuell noch was von Massive Scale Launches, wenn ich ein bisschen Glück habe. Wir werden First Booster Recovery probieren, auf jeden Fall, ja. Also hier die erste Stage. Die zweite Stage werde ich mutwillig jetzt nicht weiter in die Höhe treiben von den Kosten. Jopp. Okay, Leute. Ich denke, damit kann man arbeiten. So, wir haben jetzt, wenn wir starten, eine Thrust-Weight-Ratio von 1,24. Das ist okay. Thrust hier oder Delta-V sind 2800 im Vakuum. 2700 hier oben nochmal drauf. Wir behalten ein bisschen was übrig. Das wird... Also wird schon werden. So, dann brauchen wir noch Freiwillige. Freiwillige. Also, wir brauchen auf jeden Fall... Ich würde sagen, wir machen eine Piloten- und Wissenschaftlermission aus. Vielleicht nehmen wir noch einen Engineer mit, oder? Ein Pilot muss auf jeden Fall trainiert werden. Dann nehmen wir einen Engineer noch mit und zwei Wissenschaftler. Das ist ja... Zufällig ist es hauptsächlich eine Wissenschaftsmission. Also lasst uns eine Wissenschaftsmission draus machen. Okay, Piloten haben wir, Ingenieur haben wir, zwei Wissenschaftler haben wir. What's the worst that could happen? Außer, dass das alles direkt auf dem Launchpad auseinanderbricht. Welche Farbe hat meine Glasflasche? Logischerweise grün. Das ist mir aber bewusst, dass sie unsichtbar ist. Das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Ein netter Effekt. Hier drüben sind sogar Schilder drauf, also dann sieht man sogar ein bisschen, dass da eine Flasche ist. Aber in Wirklichkeit trinke ich natürlich überhaupt kein Wasser. Ich bin selbsthydrierend. What? Okay, let's do this. Also, First Stage Recovery ist geplant. Mal gucken, wie gut das klappt.
Ist aber nicht die Primärmission. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal die Kiste Richtung Orbit fliegen, so gut es geht. Und dann gucken wir mal, dass wir es Richtung Moon schaffen, mit dem Fokus, Dinge einzusammeln, die wir noch nicht eingesammelt haben in dieser Form. Und die dann zur Minmus-Station zurückzubringen. Mal sehen. Mal sehen, wie gut das klappt. Ich bin gespannt. So, das Zeitfenster mache ich gleich noch zu. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Nicht ad hoc zumindest. Verreckt hier gerade irgendjemand hungermäßig? Nee, das sind nur wir. Habitation ist uns bewusst. Solange wollen wir aber gar nicht unterwegs sein. Alles klar. So, hier unten sind die alten Schwerenöter. Bart ist sehr schick zurzeit auf Kerbin, habe ich gehört. Bart ist sehr, sehr schick. Das ist eure Rakete und dann würde ich sagen, los geht die wilde Fahrt. So, soweit so schlecht. Also, ihr seid schon mal abgehoben und in der sicheren Distanz, dass man hier mit dem Fallschirm Tabula Rasa machen kann, wenn alles schief gehen sollte. So, jetzt geben wir ihr ein ganz bisschen Gravity Turn mit. Das soll sie heute ruhig mal machen. Wir werden sehen. Also, wir pumpen das Ding auf jeden Fall wieder Apoapsis-mäßig ein gutes Stück raus aus der Atmosphäre. Dann werden wir mit ein bisschen hoffentlich Leftover Fuel in der First Stage das ganze Ding abkoppeln. Wir arbeiten halt hart am Limit, was dieser Booster zu leisten fähig ist. Schauen wir mal, ob es reicht, um sauber zurückzukehren. Ich bin wirklich gespannt. Sind wir noch nicht so prall unterwegs, aber er kommt jetzt langsam. Ich brauche noch mal Höhe. Es wird ein bisschen knapp mit dem Delta V, sehe ich gerade. Für den Booster, aber ist halt so. So, wir koppeln jetzt ab. Wir koppeln jetzt ab. Und gehen in Richtung unseres Orbits. So, wir müssen jetzt hier ein bisschen Zeit schinden für die Booster-Landung oder für den Booster-Return erstmal. Das ist gerade nicht so spektakulär viel, was er da draus macht, aber wir gucken mal. Jetzt kommt Orbit. Jawohl. Könnte knapp werden mit dem Booster. Ehrlich gesagt, wenn ich das so sehe, habe ich nicht ganz so viel Leistung, wie ich gern hätte. Was für den Booster da hinten erstmal eine nicht so gute Nachricht ist, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Zeit. Ja, wir haben ein bisschen wenig Schub und wir haben ein bisschen wenig Geschwindigkeit bisher.
Das ist alles kein Stress, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich durchfliegen könnte. Ah, der Booster ist schon wieder auf dem Weg nach unten, ne? Höhe noch. Mal gucken. Ich muss jetzt erstmal, das hier ist die Primärmission, deshalb bleibe ich jetzt erstmal hier. Klappt nicht ganz so gut, wie ich es gewollt hätte. Mein Problem ist halt, dass das hier nicht genug ist. Das ist definitiv nicht genug, um jetzt zum Booster zurückzuschalten, weil dann falle ich zurück auf Kerbin. Probieren wir jetzt mal ein bisschen Zeit zu holen, auch wenn das nicht der effizienteste Flugwinkel ist, den man sich so vorstellen kann. Boah, der ist schon auf 60 Kilometer runter, ne? Ah, der würde eh ins Meer gehen. Aber vielleicht können wir ihn noch ein bisschen bremsen, bevor es ein Desaster wird. Aber ich sehe nicht, wie das noch klappt. Das Triebwerk entwickelt zu langsam Schub. Also alles gut, um jetzt ganz gemächlich in den Orbit hochzufliegen, aber es ist halt nicht genug, gerade um also. Ja, wir haben kein Problem. Wir haben eine relativ knappe Schalte jetzt. Ich probiere es mal trotzdem. Mal gucken, ob das hinhaut, das so zu machen. Wir haben ein bisschen Puffer, also mal gucken, ob ich ihn noch kriege. Vielen lieben Dank für den Resub und willkommen im 11. Monat. Genau, mit großen Schritten zum ersten Jahr. Das hast du schön gesagt und da hast du nämlich auch recht mit. Weit ist es nicht mehr so. Mal gucken, ob wir ihn noch gebremst bekommen oder ob sie ihn einfach direkt zerreißt. Also, Wasser wird es auf jeden Fall. So viel steht fest. Jetzt gucken wir mal, dass wir einen neuen Lego-Stream habe ich noch nicht gemacht. Leider nicht. Ich habe im Moment nicht so viel Zeit. Deshalb komme ich da nicht so zu. Viel zu spät gestartet. Viel zu spät. Wird nichts mehr. Boom. Viel zu spät. Ablenken lassen. Euphor, der geht auf dich. Der Booster, der geht auf dich. Recover Vessel. Auch sehr schön. So, jetzt müssen wir schnell schauen, dass wir zur Second Stage kommen. Und vielen lieben Dank fürs Follow, der Preis. Ganz herzlich willkommen bei den Kerbonauten. So, naja. Jetzt schauen wir, dass wir die Second Stage sauber in Orbit bringen. Das ist nicht ganz so schlimm. Jetzt noch schnell zur Second Stage zurückkommen, dass wir die sauber in den Orbit noch schieben. Die hat aber eigentlich mittlerweile genug Thrust-Weight-Ratio und genug Geschwindigkeit, dass das kein Problem sein sollte. Und Clarafee, ganz herzlich willkommen auch an dich. So, zack. Suborbital Trajectory ist keine gute Trajectory, deshalb sollten wir jetzt gucken, dass wir da einen Orbit draus machen. Naja, lass den Leuten ihren Spaß, Rabenherz. Lass den Leuten doch ihren Spaß. Ein richtig harter Fail ist es noch nicht, aber hätte man schöner machen können. Billiger vor allen Dingen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die zweite Stelle, die zweite Stage hier sauber in den Orbit kriegen. So.
Da sind wir nämlich gerade ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Da kann man auch was gegen tun, habe ich gehört, indem man Gas gibt. So. Wir schinden uns hier mal wieder nach oben. Also der Vertical Speed, wie ihr seht, sinkt schon. Das heißt, wir beginnen weniger schnell zu fallen, schrägstrich dann gleich langsam wieder zu steigen. Das ist auch völlig okay. So, dann haben wir hier fast noch genug Sprit drin, um uns in die Moon-Umlaufbahn rauszuschießen. Mit der Kalkulation sollte das dann eigentlich relativ gut passen. Gott, wo so die Toleranzgrenze ist, da ungefähr. Ja, ein bisschen was werden wir noch brauchen aus der nächsten Stage. Hilft nix. So. Aber wir schauen mal. So. Jetzt sind wir gleich im Orbit angekommen. Cha-ching. So, für Massive Scale Launches hat es leider nicht gereicht. Wahrscheinlich wieder ganz knapp. Oh, 23,2 Tonnen. Ab 20 Tonnen dachte ich, gibt es erst oder waren es 25? Naja. So. Dann schauen wir doch mal in Richtung Moon, hätte ich gesagt. ZS Target. Hier so irgendwo. Denke ich mal. Sollten wir ganz gut unterwegs sein. Da können wir dann. Ziehen müssen wir. So. Da so. Okay, das wird unser Anflug. So, müssen wir mal gucken, dass wir den gleich sauber vorbereiten. Ihr seht, unten werden wir auf die nächste Stage umschalten und einen ganz kleinen Teil dessen dann auch mit benutzen. So, und jetzt machen wir den Zeitraffer an. Eigentlich können wir sogar Warp to Next Manöver einfach machen. Wir haben knapp eine Minute Burn Time. Das passt ganz gut. So. Dann schauen wir mal, dass wir in Richtung Moon starten und unsere Wissenschaftspunkte da einsammeln. Können wir hier eigentlich irgendwas machen, was wir vielleicht noch nicht mit hatten? Gravity Scan, why not? Einfach mal behalten. Fürs Erste. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Verdammte Axt, das ist die nächste Dings. Ich kann gerade nicht, Ich muss jetzt fliegen. Oh nein, die haben wir alle noch nicht gemacht. Das muss gleich ein Wissenschaftler einsammeln. Aber erstmal müssen wir unseren Burn gleich erledigen. So, hier können wir schon mal Deploy All Base spielen und uns orientieren. Habe ich da was freigelassen? Ich bin ein schlechter Mensch. Wo unser... Hier ist er. Hier ist er dann. Und los. Auf geht's Richtung Moon. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier mit dieser Ummantelung funktioniert. Und Elkuros, vielen lieben Dank für den Resub im 5. Monat. Dankeschön, auch ganz hart auf dem Weg zur silbernen Rakete schon. Vielen lieben Dank. So, wenn wir das gleich gemacht haben, werden wir mal einen Wissenschaftler rausschicken, das Experiment einsammeln. Dann können wir nämlich noch ein bisschen Gravity Scans einsammeln, wenn wir hier schon unterwegs sind. Wenn wir das schon machen. Wup, wup. So früh schon Sommerzeit? Was? 18 bis 22 Uhr. Wie jeden Sonntag. So, ready for decouple. Wir gehen auf die nächste Stage. Hat funktioniert. Wir haben auch Schub, so wie es aussieht.
Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das war das Alt-L, ne? Um Staging zu locken ab jetzt. So, Freunde, das sieht gut aus. Okay, ich denke, das sollte passen. Good enough, würde ich sagen. Jetzt kann direkt mal jemand aussteigen. Und I choose you, Eddie. Du musst hier mal ein paar Experimente einsammeln, die wir gemacht haben. Sehr erfolgreich, möchte ich nochmal anmerken. So. Take data. Und jetzt können wir eigentlich wieder zurückschalten. Einfach ganz frech das Experiment nochmal machen. Nee, ausgerechnet das haben wir jetzt schon. Ganz hervorragend. Eddie, dann kannst du das erstmal zurückbringen. Dein erster Weltraumspaziergang war relativ erfolgreich. Finde ich gut. Hast du ordentlich gemacht. So. Ich nutze noch den Better Burn Time, ja. Aber eigentlich braucht man ihn ja mittlerweile nicht mehr. Das ist, mittlerweile kannst du ja einfach unten den, diesen. Nee, ist das. Nee, ist das überhaupt noch Better Burn Time? Ich bin mir gar nicht sicher, oder ist das das Stock-Ding? Es ist ja Stock mittlerweile dabei, ne? Du kannst ja einfach unter Settings kannst du ja einfach sagen, ich glaube, ich benutze hier Extended Burn Indicator anschalten. Und ich glaube, ich benutze den mittlerweile. Ich glaube, das ist nicht mehr Better Burn Time. Ich glaube, Emmertler, da einfach in der Option einschalten, dann hast du eigentlich den Indikator, den ich auch benutze, meine ich. Das ist Stock mittlerweile. Man muss es halt nur anschalten. Warum auch immer es nicht defaultmäßig an ist, es ist mir ein völliges Rätsel, muss ich nochmal dazu sagen, aber ich glaube, es ist mittlerweile eigentlich überall Stock. Also ab der 1.7, wann haben sie es reingebracht? 1.7? Ich glaube, es war ein 1.7er Feature. Es ist so lange her, Freunde, aber ich meine, es war 1.7. So, jetzt kann der andere Wissenschaftler mal raus. Mr. No Name, damit alle ihre Badges kriegen. Wir machen das hier nämlich nicht aus wirklich nur wissenschaftlichen Gründen, wir machen das vor allen Dingen auch aus Batch Reasons. Zack. So. Da flattert ihm die Unterlippe. Zack. Hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Habe ich so das Gefühl. Kann ich von der Leiter aus die Daten nehmen? Nein, ne? Ist zu weit. Schade. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch zu einfach gewesen. Da habe ich wahrscheinlich im letzten Moment erst abgedrückt, wo wir schon das Biom gewechselt hatten. Vermute ich zumindest. Jetzt wird es auch was da. So, was wir jetzt mal machen, ist noch ein Zwischenmanöverplan. Die Kerbins Grasslands hatten wir aber gerade, ne? Freunde, ich will jetzt nicht kleinlich sein, aber. Weg. Hä? Ich hab doch Grasslands gerade mit reingenommen, oder nicht? Grasslands. Thank you. Ach, high over. Ja, okay. Wenn man es richtig liest, macht es meistens dann auch irgendwie Sinn. Wenn man es richtig liest. Hashtag Lesekompetenz. So, Add-Manöver. Was wir noch machen, ist natürlich ein kleines Zwischenmanöver. Eine Mid-Course-Correction, um uns in einen vernünftigen Anflug zu bringen. Da können wir dann nämlich gleich
den Moon etwas besser grüßen. Noch ein bisschen was. Also ich hätte mal so gesagt, 40 Kilometer sollten wir schon anpeilen. Dann können wir... Ah, lass uns ruhig noch ein bisschen tiefer gehen. Ist ja völlig egal. Kursprognosen zerstören meinen Rechner innerlich. So schön den Oberwurf-Effekt aufs Maximum provozieren. Ich denke, so 13 Kilometer ist good enough, dass ich mir jetzt nicht irgendwie ins Höschen machen muss. So, jetzt darf das der liebe Mr. Noname nochmal probieren, nachdem er es eben nicht so gut geschafft hat. Muss man der Fans haben, auch mal sagen. Keine gute Leistung, keine gute Leistung. Eva-Report können wir auch mal machen. Ich weiß nicht, ob wir den schon haben. Bestimmt haben wir den schon in der Station erforscht. Aber wir nehmen den einfach mal mit. So, do all the Wissenschaft. Und dann zurück damit zur Kerbin Space Station, damit wir für eine etwas längere Zeit wieder forschen können. So, dann machen wir noch einen Crew Report. Just in case of. Den darf jetzt Jürgens mal einsammeln. Dafür sind nämlich keinerlei Qualifikationen gebraucht. Er macht einfach ein Backup auf dem USB-Stick und speichert das in den anderen Speicher. Das ist natürlich Ingenieursarbeit. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier mal Klappe zu. Und fliegen zum Moon. Ne? Also beziehungsweise erstmal natürlich zu unserem kleinen Zwischenmanöver. Es gibt tatsächlich einen eigenen Gravity Scan in High Over Kerbin's Water. Wer bin ich, ihn nicht mitzunehmen, ne? Verrücktes Ding. Ja. Wir drehen uns mal und was wir mal machen können, ist jetzt diesen völlig sinnbefreiten RCS-Treibstoff ein bisschen reduzieren. Schon mal. Da wir ja nicht docken werden. Das mag ich an der Kapsel. Die hat alle Richtungen mit dabei. Also man muss gar keine RCS-Thruster mehr anbauen. Und mit 60 Monopropellant tatsächlich angenehm großes Reservoir. Also finde ich gar nicht so schlecht. Muss ich ehrlich eingestehen. So, jetzt kommt gleich der Burn. Das machen wir ja schön. Dafür hat man ja RCS-Triebwerke. Oh, 13, 12, ja, passt schon. Da wird schon keiner verletzt werden bei. So, und da machen wir dann die Bremsung. Da machen wir dann die Bremsung. So, jetzt muss noch mal jemand raus. Das Experiment einsammeln. Ach, da siehst du. Einmal Deploy All Base. Einmal Experiment einsammeln. So. Der Eddie. Da haben wir doch schon mal ein bisschen was. Auf jeden Fall Dinge, die wir so noch nicht erforscht haben. So, alles rein da. Gut, und ich hätte gesagt, jetzt können wir eigentlich
Aber gut, wir können noch ein bisschen Gravity Scans machen, ne? Wahrscheinlich. Crescents haben wir schon. Eigentlich ganz cool. Geht alles relativ entspannt jetzt. Wir sind sehr lange über den Grasslands. Ah, Highlands. Thank you. High over. Ist natürlich sehr, sehr angenehm, wenn das Biom sensibel ist. Das ist natürlich Zucker. Das ist absoluter Zucker. Hier einfach rumzufliegen. Und Sachen einzusammeln. IVA waren wir im Pandora-Pod, glaube ich, schon mal. Der ist ganz nett, aber ich meine nicht super spektakulär. Zack. Also so sieht er aus. Zwei und ich meine, die anderen beiden sitzen hinter uns, wenn mich nicht alles täuscht. Ach nee, die sitzen außen. Tatsächlich sitzen die auf der Außenbahn unten. Ah, okay. So sitzt man da. Ja, ist nett. Nett trifft's, finde ich, ganz gut. Ist jetzt nicht die geilste IVA ever. Da haben wir schon. Islands haben wir auch schon. Crescents hatten wir schon. Ah, Kerbin's Water. Check. Die kriegt langsam Routine, während Kerbin immer kleiner wird. Aber so ist das. Eine gute Trainingsmission ist halt, wenn man Sachen auch sehr oft wiederholt. Eigentlich können wir den direkt nochmal machen, oder? Achso, ja. Da war ja was. Vollidiot. Gar keine Antenne dran. Weg damit. So. Gut, dann mal gucken, ob hier nochmal ein anderes Biom kommt, bevor wir auf den Moon treffen. Also ja, es kommen noch viele Biome, aber eins, wo ich noch nicht gemessen habe, meine ich natürlich. Now stuff happened. So, wir können jetzt eine Material Study machen. Die sollten wir auch machen. Und wir können Gravity Scan machen. Und den sollten wir auch machen. Die heben wir dann nämlich schön auf. Weil das Schöne ist ja jetzt, dadurch, dass wir die Wissenschaftler dabei haben, können wir die Experimente auch immer wieder schön restoren. Also nehmen wir natürlich alles mit, was wir kriegen können. Material Bay. Open Bay Doors. Hä? Oh, irgendwas klappt da gerade nicht gut. Was hier passiert? Take Data. Wieso kann ich die Daten nicht rausnehmen aus dem Ding? Irgendwas ist nicht gut. Irgendwas buggt. Material Space, glaube ich, gebuggt gerade, weil ich auf den Knopf gedrückt habe. Schade. Ach, das ist ja ärgerlich. Das sind jetzt richtig viele Science-Punkte, die uns dadurch natürlich flöten gehen, ne? Ich glaube, das hat gerade irgendwie sich aufs Gesicht geschmissen, tatsächlich. Ich lade gleich mal das Wessel neu, vielleicht löst es sich ja dadurch. Mal gucken. Wir gehen jetzt einmal kurz in die ins Space Center, laden das Wessel über die Tracking Station, oder vielleicht ist es dann wieder okay. Wäre natürlich blöd, wenn es jetzt für die gesamte Mission gebuggt ist, weil das Material Space ist ehrlich gesagt so der richtig dicke Science-Bringer.
Das wäre richtig ärgerlich, wenn ich das gerade kaputt gespielt habe. Aber wenn es so ist, dann ist es halt so, ne? Dann kann man da auch nichts machen. Was willst du denn tun? Großartig. Wenn kaputt, dann kaputt. Kaputt. Ja, come on. Jetzt. Both fingers crossed. Wäre natürlich schön, wenn es funktioniert. Ich glaube, es kommt auch so genug Wissenschaft zusammen. Aber es wäre trotzdem richtig cool, wenn es funktioniert. Lektion, ich mache die Experimente aber jetzt an den Experimenten. Nicht mehr über dieses X-Science. Das hat wohl ein, zwei kleinere Probleme. Ah, ärgerlich. Come on. Bitte sei nicht kaputt. Okay, ich kann es anwählen. Es ist nicht ausgegraut. Das ist schon mal prinzipiell ein gutes Zeichen. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Aber guck mal, hier kann ich das tun. So. Was ist, wenn ich das hier lösche? Das wäre noch eine Möglichkeit. Shiggy, vielen lieben Dank für den Resub, sechster Monat. Dankeschön. Close Bay Door. Also ich kann dann hier wieder draufklicken, wenn ich frisch wieder da bin. Was ich jetzt gleich mal probiere, ist da drauf zu drücken und das zu löschen. Vielleicht. Das wäre jetzt noch so eine Lösung, die mir einfallen würde. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen härter gebackt. Also ein einfaches, ich lade mal eben die Wessel neu und alles ist wieder okay, ist es nicht. Es ist ein wenig schlimmer. Minimal. Minimal. Zirp, zirp, ich höre sie schon zirpen. Ja, komm schon. Sei ein gutes Raumschiff. Sei ein braves Raumschiff vor allen Dingen. Jetzt, 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 jetzt. So, und jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal, was er dazu zu sagen hat. Das wäre sehr gut, wenn wir das resetten könnten. Die Dinger haben halt richtig viel, also neben der Science halt richtig viel Data. Also eigentlich sind die halt auch fürs Labor echt gut. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. So, probieren das jetzt mal. Also draufklicken, aber recyceln. So. Gucken, ob es das jetzt wieder behoben hat. Yes! Es sind die kleinen Dinge im Leben. So, sehr gut. Und Kolonietas? Ich vermute Kolonietas. Ich hoffe, ich habe es richtig vorgelesen. Vielen lieben Dank für dein Sub und viel Spaß mit den Kirby Emotes. So, dann gehe ich das mal einsammeln. That fixed it, Leute. That fixed it. Gott sei Dank. Das hätte uns viele, viele leckere Wissenschaftspunkte gekostet. So, und jetzt können wir hier auch Collect Data spielen. Die hatten wir schon, ne? Ja. Die Daten hatte ich schon mitgenommen. So. So, 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 so. Und dann müssen wir uns gleich noch eine Ecke suchen auf dem Moon. Wo wir so oft noch nicht waren. Das ist tatsächlich auch nochmal spannend. Aber erstmal machen wir einen Orbit. Unterwegs werden wir sicherlich noch ein, zwei Experimente machen können. Wollte gerade sagen, oder auch nicht. Ja,
der hatte ganz gut geklappt, aber ich traue mich jetzt nicht mehr. Jetzt traue ich mich nicht mehr. Ab jetzt habe ich Angst, das zu drücken. So. Ihr seid das. Deploy Gravity Detector. Lock Gravity Data. Check. Eddie. Faster. Eddie, das ist Meuterei, was du machst. Zurück zum Raumschiff los. So. Zack, haben wir das. Moin, Redstone. So, sehr schön. Wir kommen der Sache langsam näher. Da wird sicherlich noch mindestens mal dieser Krater in unseren Weg kommen. Obwohl, den haben wir jetzt gerade, ne? Den Crater. Das zieht schon als drüber. Dann kommt danach bestimmt noch diese ganzen anderen kleinen Crater. Stimmt. Ja. Yep, yep, yep. Once again. Lock. Gravity Data. Thank you. Oh, jetzt haben wir was anderes erwischt. Genau in dem Moment war wieder Biomwechsel. Weil das andere zu klein war wahrscheinlich. So, und jetzt fokussieren wir uns aber gleich erstmal nach dem Experiment auf den Orbit, dass wir das ordentlich machen. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal relativ viel Gravioli-Daten, also Gravitationsscans. Sowohl von... Ja. Jetzt trollt er mich. Jetzt trollt er mich. Der blöde Mond. Jetzt möchte er mich ärgern. Böser Mond. Gut. Midlands Craters. Oh, Wissenschaft. Es tut mir leid, Leute, aber ihr müsst das jetzt überleben. Ich habe noch 6 Minuten Zeit. Ich darf hier noch machen, was ich will. Beste Wissenschaftsmission EU-West. Oder so ähnlich. Von Kerbin zumindest. So. Ist ja auch gut, wenn wir viele Biome noch locker drüber kommen jetzt. Im Moment hilft uns ja auch weiter. Ich meine, wir haben jetzt schon immerhin 13 Experimente. Und wir haben noch nicht mal zur Landung angesetzt. Das muss man ja der Fairness halber dazu sagen. We didn't even start yet. Highlands hatten wir schon. So, wir gehen jetzt auch gleich in die Space Low. Wir haben dann nochmal 4 Minuten Zeit bis zur Periapsis. Das kann man schon noch mitnehmen. Sollte hier im Moment passieren. Jetzt aber die Midlands. So. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Daraxa, vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank für den Resub im 23. Monat schon. Verrückt. Völlig verrückt. Dinge passieren, Dinge passieren. Will ich noch? Will ich das noch einsammeln? Ja, eigentlich schon, ne? Komm, wir wissen, dass Gravity Scan funktioniert. 3 Minuten. Kommt. 3 Minuten. Oder wie Eddie es nennt, jede Menge Zeit. Der alte Routine. Routine-EVAler. Ja, Mission Match ist sehr, sehr greifbar. Sehr, sehr, sehr greifbar. Nächsten Monat. Wow. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier rechtzeitig dann unsere Bremsung machen. Genau, wir werden in einer Kombination zusammen mit Bremsen und RCS-Triebwerke zünden. Gleich die Bremsung machen, so tief, damit wir möglichst viel vom Oberlauf-Effekt mitnehmen. Weil da dann unsere Geschwindigkeit einfach am höchsten ist. Und dann schauen wir mal. Danach müssen wir mal einmal noch ins Kerbin Space Center zurück und uns anschauen, wo wir noch nicht gelandet sind. Da sollten wir einfach sicher gehen, dass wir eine gute Wahl treffen. Weil wir wollen ein Maximum an Wissenschaftspunkten natürlich ausbeuten. Und wir können schon mal sagen, wo wir waren. Da. Und da. So. Aber nur weil woanders keine Flaggen stehen, heißt das ja noch lange nicht, dass wir da nicht irgendwo rumgegurkt sind. Wir spielen da auch noch Trümmer. Wir werden es sehen. Jetzt, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal die Bremsung. Das machen wir mal kurz aus. Können wir uns gleich wieder drum kümmern. Wir haben schon einen sehr guten Vorbeiflug, ehrlich gesagt. Also der ist schon ziemlich Zucker. Also ich fange schon mal an, ein bisschen mit der RCS gegenzuarbeiten. Da sind wir nah genug. Ja, bevorzugt landen wir natürlich auf irgendwas auf der hellen Seite. So, Orbit haben wir gleich. Ich würde sagen, wir schalten jetzt mal das Triebwerk dazu. Das ist jetzt auch nicht das super leistungsfähigste. Ich meine, wir haben knappe 3 Trust-Weight-Ratio. So, Perhaps ist passiert. Gehen jetzt auch mit der Apoapsis runter. Ich unterstütze das Ganze noch ein bisschen mit unserer RCS. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu tief kommen. Ich glaube, im Großen und Ganzen sieht das schon ganz gut aus. So, ich mache aus. Alles gut. Das lassen wir jetzt erstmal so laufen. So, und jetzt müssen wir mal schauen, wie es mit Biomen aussieht. Moon Orbit erreicht. Wir haben noch 2200 Delta V. Ich glaube, das ist ganz gut. 1200, wie gesagt, für die Landung und den Wiederaufstieg. Das ist allerdings auch schon mit gut Puffer gerechnet. 300, um hier wegzukommen. Ja, alles gut. Also ich glaube, das kriegen wir grob hin. Das kriegen wir alles grob hin. Hoffe ich.
Wir werden es sehen. Vielleicht mit einem kleinen Atmosphärentaucher bei der Erde. Ja, bei der Erde, bei Kerbin, aber wir kriegen es hin. So, was wir jetzt mal gucken müssen, ist, wo wollen wir eigentlich landen? Wo wollen wir eigentlich landen? Damit wir maximal viel Zeugs mitnehmen können, was wir halt noch nicht hatten. Ich gucke For All Mankind leider nicht, weil ich kein Apple TV Plus habe. Und ich bin sehr traurig darum, also dass ich nicht For All Mankind gucken kann. Ich weigere mich, noch mehr Streaming-Dienste zu haben. Deshalb kann ich das leider nicht gucken. Es würde mich aber sehr interessieren, das gebe ich offen zu. So, wir gucken mal anhand von genommenen Bodenproben, oder? Eine nur? Nee. Natürlich ist das nicht. Moons Midlands. Midlands haben wir auf jeden Fall auch. Moons East Side Crater. Highlands East Side East Crater. Midlands East Farside Crater. Ha. Durchwachsene Beispiele. Highlands East Farside Crater. Okay. Highlands, Midlands, East und East Farside. Das scheinen Highlands, Midlands, East, East Farside. Das scheinen meine Biome zu sein, die ich besucht habe. Also East Crater, East Farside Crater. Okay. Spratzen, vielen lieben Dank für deinen Sub und ganz viel Spaß mit den Kirby-Emojis. Dem zum Beispiel. Okay, also nicht in den beiden Kratern, nicht Highlands, nicht Midlands. Dann schauen wir doch mal, was hier so... Biome. Ba-ba-ba. So, ich bin nebenbei mal auf einer Biom-Map. Guck gerade mal, was wir am schönsten anfliegen können. So. Farside Crater, Highland Craters. Wir könnten natürlich die Highland Craters machen. East Farside Craters. Die Canyons wird schwierig. Southwest Crater. Twin Craters wären eine Möglichkeit. Mal gucken, ob wir da rüberkommen. Nee, irgendwie kann man das nicht sehen. Ich habe zumindest noch nichts gefunden, wo ich das sehen kann, Nikolai. Lowlands wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Wobei es so viel... Es gibt halt nur die Polar Lowlands, meine ich. Ich meine, es gibt nur die Polar Lowlands. Lass uns gleich mal gucken, wie unser Kurs so liegt gerade. Das mit der Biom-Map vergleichen. Also, wir kommen hier über den... Kommt unter dem Farside Crater durch. Der mit dem Canyon ist der Farside? Ja. Farside Crater. Den haben wir auch noch nicht. Wir haben Eastern Crater und Eastern Farside Crater. Wir könnten einfach stumpf den hier nehmen, Leute. Den Vorteil, den wir dann hätten, wäre, doch, wir können von hier aus direkt nach Hause beschleunigen, ne? Was haltet ihr denn davon, wenn wir den so machen, dass wir sagen, wir landen den hier tatsächlich, und zwar sogar relativ weit vorne. So. Der Farside Crater scheint noch nicht von uns besucht worden zu sein, zumindest. Ich sehe auch keine Trümmerteile, ich sehe keine Flaggen, also es scheint okay zu sein. Dann lasst uns den nehmen. Lasst uns den nehmen.
So, wir machen auf dem Weg dahin natürlich ganz viel Science. Oh, Moons Lowlands. Ich nehme alles wieder zurück. Und da sind wir mit Lens, weil ich nicht geklickt habe. Warum sind wir in Lowlands? Nicht auf diesem Dings drauf. Verdammte Axt. Jetzt trollt er mich gerade, weil ich gerade Karte gucke. So. Direkt nach Hause? Nee. Die Science muss ich auf der Kerbin Station abliefern. Kerbin Station. Nicht Minmus Station. Kerbin Station. Also schon direkt nach Hause, ja. Direkt indirekt halt. Also ich werde schon noch einen Umweg machen. Über die Raumstation. Aber... ja. So. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Jens, vielen lieben Dank für den Resub. 14. Monat schon. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Sehr viel Midlands. Highlands hatten wir schon. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob unser Manöver so noch passt. Sieht aber gar nicht schlecht aus. Halt. Also, ich verschiebe das mal ein bisschen, weil ich es verkackt habe. So. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. So. Können wir den Rest gleich selber bremsen. Okay. Los geht's, Leute. Zweites Labor zu eröffnen? Ja, maybe. Oder ein größeres Labor. Aber im Moment ist das Labor tatsächlich leer. Also hat keine Daten mehr. Keine frischen. Das heißt, Moment. Brauchen wir vor allen Dingen Daten. Und da doch recht große Zeiträume verstreichen zwischen den Startfenstern, passt das eigentlich. Das aber nicht Minmus. Das ist richtig, wir haben uns umentschieden, weil auf Minmus irgendwie gefühlt alles abgegrast ist. Wollen wir jetzt auf dem Moon landen? Was bestimmt eine total gute Idee war. Oh, das hat einen Ground-Tiefer, die Dinger. Ich liebe es, wenn Dinge einen Ground-Tiefer haben. Oh, please. Egal was passiert, wir können uns fest tefern. Das ist gut. So, Leute. Das machen wir mal kurz aus, weil es mich nicht interessiert. Wir müssen jetzt mal gucken, wann unser Suicide Burn kommt. Ah, jetzt beginnt er auch irgendwie. Irgendwie macht er komische Sachen, habe ich so das Gefühl. Die Zahlen sind nicht so eindeutig, wie ich mir das wünschen würde, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist noch safe. Glaube ich. Wir haben eine 3,8er Trust Weight. Wir haben mit Kerbin Aufgang. Ne? Heute kriegen wir alles geboten. Aber die Zahlen hier helfen mir irgendwie gerade nicht wirklich weiter. Also die für den Suicide Burn. Ich würde jetzt mal so Pi mal Daumen guesstimaten. Irgendwie so. Ich hoffe, es passt. Wir werden es sehen.
sehe den Impact Indicator. Das sieht gut aus, in gerader Linie am Krater vorbei. So, ich hoffe, dass die Zahlen jetzt halbwegs stimmen, ehrlich gesagt. Deshalb lasse ich uns gerade noch ein bisschen durchsacken. In der Hoffnung, dass ich da dann sauber mitarbeiten kann. Wenn nicht, sterben wir halt alle. Sieht doch gut aus. Oh, Kevin verschwindet wieder. Nein, Kevin, lass uns nicht allein. Ist okay. Okay, also die Zahl scheint auch noch nicht zuverlässig zu sein. Das heißt, wir können noch ein bisschen weiter reizen. So. Jetzt schauen wir mal. Warum ich versuche, so Suicide Burn-mäßig wie möglich runterzugehen, ist natürlich, ich will den Treibstoff so effizient wie möglich nutzen. Deshalb ganz klar der Versuch, so spät wie möglich zu bremsen. Ich glaube, es sieht okay aus. Wir sind ein bisschen drüber. Ist aber nicht so wild. Wir haben eine schöne, halbwegs flache Stelle zum Landen. Das sieht auch gut aus. Irgendeine Berechnung völlig für ein ihr wisst schon, was ich sagen will. Dann sollte das gut aussehen. Ein Kilometer Höhe noch. Sieht wirklich gut aus. Doch steiler als gedacht. Kontakt. Und Tether. Wupp, wupp. Das hat auch sehr, sehr schön geklappt. Mit exakt 1400 Metern pro Sekunde Delta V noch auf der sicheren Seite. Ich glaube, das passt ganz gut. Damit sollten wir halbwegs zurückkommen. Nicht ganz so viel, wie ich mir gewünscht hätte, um ehrlich zu sein, aber besser als nichts. Rootspawn, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kyronauten natürlich. So, jetzt machen wir das hier mal auf. Ich sehe, da ist noch eine andere Tür offen geblieben währenddessen. Wir sind angekommen auf jeden Fall. Und das ist doch schon mal die Hauptsache. Wir können hier hoffentlich ein paar Experimente machen. Wie man sieht, können wir das. Und die werden wir jetzt auch gleich alle ordentlich durchexerzieren. Genau, und dann machen wir uns auch schon wieder auf dem Heimweg im Versuch, die Raumstation anzufliegen. Das wird natürlich relativ spannend mit dem Sprit, den wir noch haben. Da müssen wir mal sehen, was geht und was nicht geht, ehrlich gesagt. Das weiß ich noch nicht so genau. Das könnte auf eine Aerobrake hinauslaufen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Mehr sage ich dazu jetzt mal noch nicht. Wir machen jetzt mal die Dinge, die safe sind. Dann gehen wir ein bisschen spazieren. Sammeln den Kram da ein. Und fliegen damit nach Hause. Zack. Deploy, deploy, lock und lock. So, dann haben wir die Sachen schon mal. Dann
Gravity Data. Log Seismic Data. Dann den Mystery Goo. Jade's Bay. So, irgendwo ist hier noch mein Surface Hydrogen. Wo habe ich ihn gepackt? Da. Zack. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt noch einen Oberflächensample nehmen. Wir können noch einen Crew Report natürlich machen. Crew Report. Zack. Eva Report und alles. So, da darf jetzt mal der Mr. No Name aus dem Loch gekrochen kommen. Eva Report. Mit seinem langen Greifarm nimmt er ein Surface Sample. So, Take Data. Store Experiments. So. Und dann. Oh! Nicht den Kopf stoßen, Digga. Nicht den Kopf stoßen. Ganz wichtig. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier. Ohne ihn umzubringen. Ich muss das mal ausmachen, das macht mich richtig fertig, dieser rote Kreis. Ohne ihn umzubringen, ohne mich umzubringen. Und ohne Captain Caps Lock auszulösen. Kann ich hier irgendwie stehen auf dem Ding? Ah, ich glaube, ich habe gerade was kaputt gemacht. Hoppla! Naja. Jetzt ist es kaputt. Jetzt kann man auch nichts mehr kaputt machen, ne? Take Data. Take Data. Collect Data. Take Data. Take Data. Take Data. Dann gibt es hier drüben noch das Surface Hydrogen Ding. Take Data. Hoppla, habe ich doch glatt ein Solarpanel zerbrochen, Leute. Habe ich doch glatt ein Solarpanel zerlegt. Ärgerlich das. So. Irgendwas ist hier passiert. Dion. Hey. 10 Monate. Vielen lieben Dank für den Resub. 10 Monate voll. Genau, der Countdown ist abgelaufen. Aber wir haben ein paar Solarpaneele hinterlassen. Naja. Irgendwas ist ja immer. So, dann hätte ich gesagt, schicken wir doch mal alle. Können wir alle schicken? Das ist... Ja, eigentlich ist safe. Die Kiste ist getaffert. Da sollte nichts passieren. So, das heißt, wir können mal alle rausschicken, damit sie sich hier mal ihren Eva-Krams abholen und ein bisschen hübsch rumstehen. So, zack. Und der Letzte macht dann die Fahne für ein Gruppenfoto. Schön aufstellen. Zack. Alle müssen an die frische Luft. Und damit meine ich Vakuum. So. RCS, please. Danke. Oh, jetzt habe ich mich irgendwie rausgetappt. Stimmt nicht. Alles gut. Irgendwie war ich gerade plötzlich nicht mehr im Game-Fokus drin. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber. So. Die erfolgreiche Moon-Crew hier. Zack. Last but not least. Ich glaube, wir lassen unseren Ingenieur die Fahne aufstellen. Der hat sonst nicht so viel zu tun auf diesem Flug. Außer jetzt Solarpaneele reparieren, aber ich glaube, das geht nicht. Außerdem, wenn, dann hat er noch nicht das Level dafür. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht. Wir könnten ein neues anbauen. Oh, wir machen nachher eine In-Flight-Reparatur der Rakete. Warum nicht? Wir haben Solarpaneele mit. Als ob ich es geahnt hätte. So, aber jetzt darf unser Ingenieur die Fahne aufstellen. So. Zack, ich hoffe, er sticht keinem das Auge aus. So, und dann haben wir nämlich unseren Auftrag auch erfüllt. Zack. Zap, da. So, um geht's.
Mr. No Name wird hinter der Fahne verborgen. Aus DSGVO-Gründen. Er hat nicht zugestimmt, dass wir sein Bild veröffentlichen. Training, Science, Mission. Bis hierhin haben alle überlebt. Yay. So. Zack. Da. So, ich mach kurz Overlay aus. So, dann würde ich sagen. Ja, Jungs, das sind deine Hände und ich denke, du hättest das, was du heute Mittag gegessen hast, nicht essen sollen. Das hatte ich offensichtlich verwirrt. So, jetzt schicken wir dich mal rein ins Raumschiff. Die Reparatur vom Solarpanel machen wir, glaube ich, mal auf dem Flug nachher. Das ist ein bisschen einfacher, als wenn ich es jetzt hier unter ekelhaften Gravitationseinflüssen machen muss. Ach, das ist die Flagge. Ja, die will nicht mit einsteigen. Nachvollziehbarerweise. So, dann bringen wir uns doch mal nach Hause. Hätte ich gesagt. Oh Gott. Grab, please. Mr. No Name will sich immer umbringen. So, Eddie. Eddie the Science Kerman. So. Hopp. Zack. Und last but not least, unser Pilot. Den brauchen wir irgendwie auch noch, habe ich gehört, für den Rückflug. Also nehmen wir ihn auch noch mit. Wir haben ihn nur nicht zuerst ins Raumschiff gelassen, damit er nicht schon den Motor startet. Wir wissen ja alle, wie sie sind, diese Piloten. Gut, Leute, ich gucke nochmal auf die Science 10 Uhr. Die sieht gut aus. Alles haben wir. Machen wir mal zu. Red Stoner, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kronauten. So, zack. Retract Gouway. Retract all them things. Wir müssen uns startbereit machen. So, und wir müssen jetzt Richtung 90 Grad. Jetzt lasst mich mal gucken, wie wir ausgerichtet sind. Eigentlich sollte das ganz gut funktionieren, wenn wir von hier aus einfach sowas von Vollgas geben, dass wir Richtung Kerbin zurückkommen. Ein bisschen so. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Let's do this. Also, 90 Grad ist da. SRS an. Und auf geht die wilde Fahrt. Ab nach Hause. Hoppla, das war ein bisschen fehl. So, ich piese hier gerade so flach raus, weil ich halt natürlich möglichst wenig mit der Gravitation zu tun haben will. Müssen gleich mal gucken, ob das reicht. Ich krieg gerade ein bisschen Pipi in den Augen wegen dem Berg da vorne, ehrlich gesagt. Ich würde ungern nähere Bekanntschaft schließen.
Hallo Kevin, willkommen. Schönes Abflugfenster eigentlich. Kann man so flach machen? Muss man aber nicht. Gerade machen wir es jetzt, machen wir es später. 513 Meter pro Sekunde ist halt nicht so viel, ne? Ich werde jetzt mal ein bisschen Gewicht sparen gehen, glaube ich. So, soweit so schlecht erstmal. Dinge, die wir nicht mehr brauchen. Landebeine. Es ist halt gespartes Gewicht. Ah, es ist, wir haben nicht wirklich viel Gewicht mehr, ne? Nicht wirklich viel Delta V mehr, muss ich sagen. Lass mal schauen, wie wir das machen mit der Raumstation. Sonst wird wahrscheinlich eine Aero Break. Kann ich das hier disassemblen, ohne mein Triebwerk zu zerstören? Okay, das Triebwerk hängt da dran. Schade. Na gut. So, damit haben wir, glaube ich, schon mal ein bisschen was gewonnen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel wir gewonnen haben bei der Nummer. Aha. Wir gucken jetzt gleich mal, ob wir noch einen schönen... vieles nicht. Einen schönen spritsparenden Kurs finden. Was wäre, wenn... um in die Atmosphäre zu kommen. Das ist ehrlich gesagt nicht so gut. So, da kommen wir raus. Was wäre denn, wenn wir hier einfach ein bisschen bremsen? Zum Beispiel maximal so 500 Meter pro Sekunde. Weniger wäre allerdings ganz cool, weil wir dann... noch Treibstoff hätten, um ein bisschen was zu machen im Orbit. Das klappt auf jeden Fall schon mal sehr schön. So. Das ist doch schon mal ein schönes Manöver. Jetzt gucken wir mal noch, wie es mit der Raumstation aussieht. Die ist hier. In dem Moment, wo wir vorbeikommen, ist sie hier. Wir hier. Okay. Komplette Runde dauert einen Tag. Das ist aber nicht so wild. Wir haben noch ganz gut Puffer, was das angeht. Essen haben wir noch für 4 Tage. 207 Delta, wie hauen wir da raus? Ich glaube, so geht das. Ich glaube, so können wir arbeiten. Gravitationsstartverhältnisse. Ich weiß nicht, was du genau meinst, aber weniger Gewicht ist besser, was Delta V angeht zumindest. Ja. Hast halt mehr Sprit. Ganz, ganz unfach. Du hast eigentlich nicht mehr Sprit, aber du hast natürlich weniger Gewicht zu bewegen und dadurch mehr Reichweite. Mehr Reichweite ist auch wiederum falsch, aber mehr Potenzial, deine Geschwindigkeit zu verändern. So, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Juti, dann lass uns doch mal hoch unwissenschaftlich vom Moon wegfliegen. Gucken, ob es noch was Schönes abzugreifen gibt auf dem Weg. Das nicht. Die wichtigsten Sachen haben wir mittlerweile. Ich glaube, wir stehen ganz gut da. Vom Schwerpunkt. Also der Schwerpunkt deiner Rakete ändert sich natürlich, wenn du asymmetrisch Dinge abbaust, ja.
Jetzt bei einem Solarpanel auf eine Gesamtrakete gemessen, merkt man es wahrscheinlich noch nicht so. Wenn du aber jetzt seitlich einen Tank abbaust und auf der anderen Seite einen dran lässt, dann wirst du das mit großer Wahrscheinlichkeit merken. Weil das dann doch schon ganz schön Einfluss darauf hat, wie sich deine Rakete so verhält. So, aber das hier ist jetzt zum Beispiel ist eine abgeflötete Solarpanel da. Das merkt man kaum. So. Kaputt. Duty, Freunde, dann würde ich sagen, werden wir uns jetzt mal in die Situation einer Aerobrake begeben. Mal gucken, wie gut die funktioniert. Also Ziel ist es natürlich nicht komplett uns in der Atmosphäre aufzulösen. Ich würde so an die 50 Kilometer ranbremsen, in der Hoffnung, dass das klappt. Ich möchte nicht komplett wieder eintreten. Das wäre jetzt nicht das absolute Worst-Case-Szenario, aber es wäre schwierig, danach noch zur Station zu kommen. dann bringen wir die Wissenschaft halt nach Hause, dann ist das so. Aber Ziel ist es quasi jetzt, den Atmospheric Drag von diesem kurzen Wiedereintritt zu nutzen, um unseren Kurs so weit runterzubringen, ungefähr, dass wir mit dem Resttreibstoff, den wir haben, die Station besuchen können oder gut genug besuchen können, dass wir einen Kerbel absetzen, der da so rüberfliegt schnell mit dem Jetpack. Das ist so das Ziel hinter der ganzen Veranstaltung. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So, das ist bei 69 Kilometer. Und aus. 55 reicht. So, Leute, jetzt wird's spannend. Das wird nämlich trotz allem ganz schön heiß werden. Wir haben noch ein bisschen gebremst, das macht's nicht ganz so schlimm. Ich habe auch keinen Stress damit, mehrere Orbits zu machen, um durchzugehen, solange die Orbits verträglich lange dauern. Unser Zeitindikator ist im Prinzip hier aufgemalt, den wir haben. Der sieht noch gut aus, also noch ist alles echt safe. Wir sollten auch mal in der Übersicht hier den ganzen Schrott ausmachen, das verunsichert mich nur unnötig. So, also wir werden jetzt einmal durch die Atmosphäre tauchen, auf jeden Fall mit dem Wunsch abzubremsen. So, ich werde das nicht Triebwerk-assisted machen, sondern nur passiv. Also wir werden versuchen, unseren Treibstoff so gut wie möglich zu sparen. Einfach mal, um jetzt zu sehen, was passiert. Also wir sind jetzt auf einem Tag, also ein 2-Tage-Orbit im Prinzip. Wenn man es so will. Die Raumstation ist eh gerade in einer blöden Position für uns. Von daher ist das eh egal. So, was wir jetzt mal machen müssen, wir müssen jetzt mal unser Triebwerk in Richtung da wird's heiß stecken. Weil Triebwerke können halt heiß ganz gut ab. Ich hoffe, das gilt auch für diese Triebwerksummantlung. Ansonsten, wie gesagt, haben wir das unschöne, aber den unschönen, aber überlebbaren Effekt, dass wir dann halt wieder eintreten müssen, wenn jetzt irgendwas schief geht. Ja, shit happens. Ich würde sagen, ich mache hier mal alles bereit für einen Notfall. Wenn irgendwie irgendwas richtig schief gehen sollte, dann ist der Fallschirm auf jeden Fall scharf. Und geht auf. So. Aber ich denke, so weit wird es nicht kommen. Aber ein bisschen feurig wird es, glaube ich, trotzdem. So, ist hier das KSC? Ja, ne? Wir gehen gerade über das KSC drüber. Einmal winken, Leute. Hallo, wir drehen noch eine Runde. Da unten müsste das KSC sein. Relativ exakt da. Oder? Oder vertue ich mich gerade? Ich glaube, auf dieser Zunge müsste es sein. Schön. So, fertig gewunken. Wir gehen Richtung Atmosphäre. Kurz einmal Bescheid gesagt, dass wir ein gefährliches Manöver machen. Und jetzt kommt unser kleiner, aber überaus energieeffizienter Wiedereintritt. Essen kommt über eine Mod, ja. Das kommt aus USI Live Support.
Essen, Habitation, Strom, das ist ja ein paar mehr Sachen mehr, ne? Es ist ja nicht nur Essen, es ist auch Habitation, also sie haben auch quasi Platzbedürfnis für längere Flüge. Jetzt für diesen kleinen Flug zum Moon ist es völlig okay. Aber für längere Flüge, selbst nach Minmus schon, musst du dir halt was überlegen, wie sie wohnen sollen, weil sie sonst durchdrehen, wenn du sie da 30 Tage einsperrst. Und dann kannst du einstellen, was dann passiert. Meine beginnen zu sabotieren. Die fangen dann an, Teile der Rakete abzubauen und solche Sachen. Was nicht wirklich gut endet, potenziell. Potenziell kann dich das ein Hitzeschild kosten. So, jetzt schauen wir mal. Ihr seht, hier geht's ganz gut abwärts. Das müssten wir auch hier ganz gut erkennen können. Ja, also mal sehen, wo wir nachher landen. Wir haben jetzt erstmal noch ein bisschen was durch die Atmosphäre durchzufliegen. Wir haben noch 30 Sekunden bis zum tiefsten Punkt. Jetzt beginnen die Hitzeeffekte. Ich hoffe, ich habe mich nicht vergambelt, ehrlich gesagt. Bam, 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 bam. Ihr seht, jetzt hat es auch wirklich einen Effekt. So langsam. Und ihr seht, es zählt auch quasi den Uhrzeiger rückwärts für unsere Begegnung mit der Raumstation. Wobei das jetzt sehr ungesteuert ist, das muss man der Ferne selber dazu sagen. Ich zerlege die doch schon selber. Ach was. Alles Lüge. Alles Lüge. Sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich mit unserem Durchflug hier. Dass wir das hier ein bisschen eingesteuert bekommen. Wenn er nochmal rumgeht und wir dann Intersect 2 tatsächlich kriegen würden. Aber das Problem wird sein, dass Intersect 2 wahrscheinlich uns zu viel Delta V noch kostet. Mal sehen. Und Gandalf, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kommonauten. Als es auf einmal vorbeiflog. Ja, das Hitzeschild war nicht so schön. Okay, wir scheinen aus dem Schlimmsten raus zu sein. Ja, also keine so gute Begegnung hier. Ist aber auch nicht so wild. Für den ersten Orbit schon mal gar nicht so übel. So, und jetzt können wir eigentlich mal den Time-Raffer ein bisschen anmachen. Das Gute ist, wir haben jetzt nur einen Tag für den nächsten Orbit, den wir verschwenden. So, und jetzt können wir eigentlich nochmal das gleiche Spiel spielen. Im Moment. Weil wir versorgungsmäßig damit noch arbeiten können. So. Dinge, die ich nicht vergessen darf. Strom wieder ausfahren, solange wir noch welchen brauchen. Ne? Coole Sache das. So. Batterien sollte man nämlich auch aufladen. Ich mache nur eins raus, das reicht eigentlich. So. Ja, wir sind hier erstmal ganz safe, aber es kommt natürlich der Part, dass wir das Ganze nochmal spielen wollen. Das sieht auch alles ganz gut aus. Also. Und dadurch, dass unsere Orbits jetzt ein bisschen kleiner werden, gehen sie halt auch schneller. Und ich kann mehr davon machen, um mich dann nach und nach anzugleichen. Ich denke, wir werden noch zwei, drei Atmosphärendurchflüge brauchen für die Nummer hier. So. Rein. Und wir gehen natürlich wieder retrograd. Zack. So, neuer Anlauf, neues Glück. Die Höhe hat mir sehr gut gefallen. Die war noch nicht gefährlich, aber hat einen ganz guten Bremseffekt gehabt. Fand ich. Zieht es doch deutlich runter.
Könnte natürlich auch so Dinge machen wie unser Raumschiff als eine Bremse benutzen. Wir feststellen, ist das gar nicht die schlauste Idee aller Zeiten. Zumindest nicht für dieses eine Experiment da. Okay, geht aber alles ein bisschen warm, aber überlebt schon. So, wie ihr seht, wieder ein Stück näher, wieder ein Stück kleiner der Orbit. Jetzt nur noch einen Tag. Genau. Jetzt überlege ich aber langsam mal. Sieht so aus. 115 Kilometer, das ist mir noch ein bisschen zu weit. Solarpanel. Noch geht's. Also was wir jetzt im Prinzip machen, ist eigentlich Delta V sparen. Wir sparen uns die Delta V dadurch, dass wir das Bremsmanöver, was uns normalerweise knapp 900 Meter pro Sekunde kosten würde, eigentlich austauschen gegen Reibung und Hitze in der Atmosphäre. Gandalf, was ich da gerade probiere, ist quasi durch. Hallo, ich habe zu wenig Sprit mitgenommen. Stehen wir denn targetmäßig? Oh, ganz guter Geschwindigkeitsunterschied noch, ne? Ich versuche aus, ich habe zu wenig Sprit mitgenommen, ein. Naja, ist ja nicht ganz so schlimm zu machen, quasi. Also wir sind da schon noch ein Stück auseinander. Ah, nächster Treffer wird gar nicht so schlecht, aber jetzt passiert da noch einiges auf dem Weg dahin. So, wir gehen jetzt erstmal Orbit Retrograd. Das Ding kommt wieder rein. Genau, auf der anderen Seite steht da aber so ein bisschen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Die zwei müssen wir, glaube ich, auch bald mal wirklich nach Hause holen. Aber ich hoffe nicht. Oh, wir haben die Station auseinandergebaut. Und ihr so? So. Na, vielen Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kommonauten. So, wir nutzen das jetzt hier mal wieder als starken Bremseffekt, indem wir es querstellen, solange wie das Gerät die Hitze aushält. Danach werden wir ein bisschen stromlinienförmiger gehen. Ihr seht, das heizt sich schon ganz gut auf. Wir müssen jetzt, glaube ich, gleich mal ein bisschen was korrigieren, im Sinne, dass wir es so machen, damit es nicht explodiert. So, und damit sollten wir jetzt langsam mal in den Bereich kommen, wo wir ein bisschen schöner die Orbit ziehen können. Ich bin gespannt. Ich meine, wir sind jetzt noch bei knapp 2 Stunden 45 zur Apoapsis. Boah, das sollte eigentlich gar nicht so schlecht werden. So, nächste Periapsis in 5 Stunden 22, okay. Aber wir bremsen noch fleißig. Was mache ich heute noch so? Naja, das zieht sich jetzt erstmal. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich diese Wissenschaftsdaten, wenn irgendwie möglich, zur Station bringe. Das wäre mir ein relativ großes Anliegen tatsächlich, damit ich die wieder gefüllt habe. Wie sieht denn die Inklination aus? 0,8 ist okay. Und dann mal sehen. Ehrlich gesagt, mal sehen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit da noch übrig ist. So, jetzt stellen wir das hier wieder schön hochkant hin, um noch so viel wie möglich Atmospheric Drag mitzunehmen. Solange er noch da ist.
Schwierig, schwierig, schwierig. Wir haben ein schönes Encounter nächsten Orbit. 116, es wird langsam. Aber wir haben halt noch recht gut Geschwindigkeitsunterschied, ne? Eieiei. Da fehlt noch ein bisschen was. Oh, sehr schön. Wie viel ist das? Relative Speed 1089 bei einer 10,5er Entfernung. Nein! Also wir haben einen schönen Treffer, aber wir sind einfach noch zu schnell im Moment. Und ich bin mir nicht sicher. Solarpanel nicht vergessen. Ich bin mir nicht sicher, ob. Ja gut, ich habe noch ein bisschen Puffer. Mit dem Dingens, mit dem Essen dann. Die verhungern ja nicht sofort. Die haben ja noch ein bisschen, ein paar Tage Puffer. Hallo, Raumstation. So. Das muss rein. Das kann schon mal so. Juti, jetzt überholen wir, glaube ich, die Raumstation. Och, guckt euch das an. So schön nah dran. Da können wir quasi winken, wahrscheinlich. Spratzen, vielen lieben Dank fürs Follow. Und hast du nicht vorhin schon irgendwie gesubbt? Dir ist klar, dass die Reihenfolge andersrum funktioniert, ne? Aber who am I to judge? So. So, meine Lieben. Jetzt schauen wir mal. Also wir gehen natürlich mit jedem Durchlauf jetzt ein bisschen tiefer in die Atmosphäre. Das ist aber noch nicht so wild. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Jetzt wird es ziemlich heiß. Tiering, vielen lieben Dank fürs Abo und ganz viel Spaß mit den Kirby Modes. So, ich muss jetzt mal das Raumschiff schnell noch drehen, damit wir hier sauber durchgehen. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus. So, wir holen jetzt die Raumstation quasi ein. Das wird hier natürlich zum schlechteren Treffer führen. Aber ihr seht, wie der Relative Speed sich jetzt verringert. Und das ist eigentlich die Idee hinter der ganzen Geschichte, das jetzt so nach und nach runter zu bremsen. Habe ich vorhin vergessen. Ich bitte um Verzeihung. Oh, um Himmels Willen. Das Letzte, was du hier tun musst, ist um Verzeihung bitten, wenn du nicht abonnierst. Das ist völlig in Ordnung. Aber trotzdem Dankeschön und viel Spaß mit deinen Emotes. Um Himmels Willen. So weit käme es noch. Und guck mal, das Encounter wird ja da gar ein bisschen näher noch. So. Aber wenn man sieht, wie viel Relative Speed da noch drauf ist, haben wir noch ein bisschen was vor uns, ne? Eieieiei. So ein paar Orbits sind das noch. Aber ich weiß, ihr könnt das ab. Ihr seid auch Ionenburns gewöhnt. Das freut mich zu lesen. So, jetzt können wir hier ein bisschen mehr Widerstand liefern. Gut, es eben klappt. Und raus aus der Atmosphäre. Okay. Ja, dann können wir jetzt einmal lächeln und winken, wenn wir an der Raumstation vorbeifliegen. Die müsste jetzt hier irgendwo gleich kommen. Da ist sie. Hallo, Raumstation. Wir sind schon relativ nah. Aber wir sind halt leider auch noch relativ schnell. Hi, Tassilo. Und da ist sie wieder weg.
Aber schon mal nicht schlecht. Schon mal nicht schlecht insgesamt. Wir müssen halt noch ein paar Meter pro Sekunde runterbleeden. Auf die Art und Weise. Und jetzt gehen wir dann so langsam in den alle Leute hungern Modus runter. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass sie uns nicht verrecken unterwegs. Einmal ganz kurz, ich habe es schon mal vergessen. Zum Glück ist da so viel Batteriepulver drin. Entschuldigt. Einmal die Batterie aufladen, während wir auf Körben zusteuern. Ja, mach dir keinen Stress. Du kannst übrigens auch jederzeit bei YouTube einfach in die Kommentare schreiben, wenn du mal eine Frage hast zu einem Video. Oder generell. Ich bin eigentlich relativ. Ich habe auch meine schlechten Tage, aber relativ fleißig im Kommentare beantworten. Relativ. Wie lange das durchhält. Ja, ich dachte, jetzt werde ich ihn langsam flachlegen, damit er mit dem Triebwerk im Windstrom ist. So. Vom Guten. YouTube-Robert, ja. Der schlechte YouTube-Robert ist dieses Wochenende auch schon wieder nicht dazu gekommen, ein Video vorzuschneiden und zu bereiten, weil das gesamte, das ist wiederum der sehr gute Nicht-YouTube-Robert, weil er das gesamte Wochenende mit seiner Frau verbracht hat. Sorry, but not sorry. Nächstes Wochenende bestimmt. So, ach, das sieht auch immer schön aus, dieser Wiedereintritt hier. Wow, wow. Ich dachte, ihr seid Team Wintermensa. Habe ich wirklich gedacht, aber ich habe mich offensichtlich getäuscht. Wie ihr seht, hat so eine Kiste halt relativ viel Momentum drauf. Ich überlege gerade, ob wir gleich noch ein bisschen tiefer reinbremsen. Oha, vielen lieben Dank, Tiering, für das Geschenk-Abo an den lieben Mickey. Dankeschön dafür. Eigentlich meine Aufgabe. Aber danke. Team Wintermenserin, wow. Ihr seid mir welche. Die hat hier noch nie eine Minute gestreamt. Noch nicht eine Minute. Tipp. So, jetzt wird hier ein bisschen gehungert langsam, ne? Ah, ich bin ein bisschen skeptisch, wie wir das machen wollen. Doch ich gehe jetzt einen etwas brutaleren Bremscycle. Genau, ich spreche dabei dann auch Englisch, weil es brutaler ist. Da muss man natürlich in Dialekte verfallen. Wir werden jetzt ein bisschen tiefer in die Atmosphäre runtergehen. Ein bisschen mehr riskieren. So. Ich denke, ich gehe so auf 40 Kilometer runter. So. Eieieiei. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Entscheidung war. Aber das werden wir gleich sehen.
So, ich hoffe, dass wir es damit ein bisschen beschleunigt bekommen. Die Bremsung aber noch nicht so weit provozieren, dass wir schon wieder eintreten. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht so richtig, wo der Sweet Spot ist. Bisschen Try and Error. Wobei ich in die eine Richtung halt nur einmal überreizen darf und dann ist es halt vorbei. So. So, wir fangen leicht angewinkelt an. Ich werde dann aber relativ schnell in den flachen Winkel gehen, weil das wird jetzt viel Hitze geben. Viel, viel Hitze. Das wird wehtun. Okay. Hitzeffekte müssten bei der Geschwindigkeit jetzt jeden Moment einsetzen. Jawohl. Okay. Geh jetzt in den Windstrom rein und jetzt schauen wir mal. Die Zahl darf halt nicht steigen. Dann habe ich es übertrieben. Wenn die Zahl beginnen sollte zu steigen, bin ich am Arsch. Okay, jetzt kommen auch die ersten. Der erste Abrieb. Eieieiei. Okay, Chance. Okay, ich komme auf jeden Fall über die Apoapsis, über die Periapsis drüber. Das ist schon mal gut. Geht ganz gut Hitze rein. Ein Körbeldollar für meine Gedanken. Ehrlich gesagt habe ich mir hauptsächlich gerade Sorgen gemacht, dass das hier explodiert. Tatsächlich. Weil ansonsten, natürlich trollt mich meine Frau auch offstream, um Himmels Willen. Das steht quasi im Ehevertrag. Was wäre das denn für eine Ehe, wenn sie das nicht tun würde? So, können wir das nochmal so riskieren? Ich glaube, eine Runde kriege ich noch. Lügen, Robert. Das stimmt überhaupt nicht. Kriege ich da noch eine Runde rausgeschunden? Ich glaube ja. Ich glaube, wir sind auf einer guten Höhe jetzt unterwegs. Wir sitzen hier auch relativ gut mit der Habitation, dadurch, dass die sich ja immer wieder resettet. Wenn die wüssten. Nein, nein. Ich kann mit Fug und Recht sagen, das ist die beste Ehefrau, die ich hier hatte. So, Strom läuft. Was läuft? Ja, wir machen jetzt noch einen Durchflug mit 48 Kilometern. Das, das ist ja meine erste Ehefrau, ja. Nein, 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 nein. Die Vergangenheitsform ist in diesem Falle anders anzuwenden. Alles ist gut. So. Schauen wir einmal, dass wir den Hobel noch rechtzeitig in die andere Richtung drehen.
Dann geht's auch schon los. So. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich mich an irgendeiner Stelle hier verkalkuliere, aber im Moment sieht es noch ganz gut aus mit der Geschwindigkeit. Wir kommen jetzt auch langsam in einen relativ zivilen Bereich. Okay. 700-800 Meter noch. Geschwindigkeitsunterschied. Also er bremst jetzt wirklich auch relevant was runter. Ich denke ein, zwei so Orbits noch. Ich glaube einen können wir auf jeden Fall noch riskieren. Dann müssen wir langsam mal gucken, ob wir nicht doch eventuell höher gehen wollen. Bin mir nicht ganz sicher. Du, Ewok, redeemt sich seinen eigenen Körbel. Leider funktioniert das mit den Overlays noch nicht. Ist es im Testing, ist es mit drin? Aber ich kann sie nicht ein- oder ausschalten. Also ich denke, das wird bald kommen, diese Redeems, dass die auch sauber angezeigt werden. Sorry, dass es im Moment nicht so ist. Aber ich habe einen Backlog, wo ich die drin sehe. Also von daher, sie gehen nicht verloren. Ich sehe, dass ihr euch Sachen gezogen habt und ich werde das auch zeitnah erfüllen. So. Ja, eine Runde geht noch, habe ich beschlossen. Eine Runde ist noch völlig okay. Das Verhungern geht auch nur sehr langsam vorwärts, weil wir jetzt mittlerweile wirklich schnelle Orbits fliegen. Eine Runde geht noch. Eine Runde ist noch drin. Wer will noch mal? Wer will noch mal? So, zack. So. Los geht's. Ah, Minute irgendwas schon das Tauchen, ne? Ist schon ordentlich jetzt. Ich hoffe, das passt noch. So. Jetzt kommt ja gleich der spannende Part. Wie viel Meter pro Sekunde sind es noch Unterschied? Wenn wir da so langsam... Naja, also letzten Endes müssen wir in einen normalen Orbit einfliegen. So nach und nach. Wir sind noch bei 700-800 Meter immer noch. Aber es wird besser. Es wird schon besser. Arid, ich brauche den Sprit aber für das Encounter. Ich will zur Raumstation noch kurz. Also ich will tatsächlich die 344 Meter pro Sekunde beibehalten. Oder drin behalten in der Rakete, damit ich dann jetzt noch manövrieren kann und so gut wie möglich an die Raumstation ankomme. Ich glaube, einen gönne ich mir noch. Einen traue ich mir noch zu. Ich glaube, danach müssen wir mal ein bisschen das Fenster erhöhen. Ich glaube, jetzt wird es nämlich langsam knapp, ehrlich gesagt. Ich glaube, jetzt wird es richtig knapp. Ich mache das auch wirklich nur im flachen Durchflug. Nicht noch extra bremsen. So. Schauen wir mal. Meganos, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten. So.
denke aber, das passt noch. Oh nein, scheiße. Das war nicht gut. Das hätte nicht passieren dürfen. Oh, ich krieg zu viel Atmos. Oh, oh. Was war das? War das was Wichtiges? Nein. Fuck, fuck, fuck. Komm, dreh dich rum. Dreh dich rum. Das war nur das blöde Experiment. Dreh dich in den fucking Windstrom. Oh, das wird gefährlich, Leute. Jetzt hat sich's gerade in ein Drama verwandelt. Ich guck mal, ob ich es gedreht bekomme. Wir müssen irgendwie die scheiß Nase aus dem Wind kriegen. Ja. Komm, 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 geh rum. Ah, will nicht. Dann nochmal mit Schwung. Komm. Nö. Oh, das wird gefährlich. Ja, komm, da war's. Nein! Ah, das Gewicht reicht nicht. Ich hoffe, ich krieg nochmal genug Höhe, um das auszubahnen. Also so tief dürfen wir nicht nochmal rein. Ich versuche gerade diesen Kontrollverlust irgendwie wieder in retrogrades Fliegen umzuwandeln, aber so richtig will er gerade nicht. Komm, 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 noch ein bisschen rum. Ein bisschen noch. Ich hab ihn gleich. Er ist gleich wieder weit genug draußen. Ja, noch will er nicht. Es war nur das blöde Experiment, das weggerissen ist. Hat ein bisschen zu viel Wind von der Seite bekommen. Ja, durch das Trudeln verteile ich die Hitze gleichmäßig. Das ist das Angenehme, ja. So. Eieieiei. Okay, wir gehen auf gar keinen Fall nochmal so tief durch. Weil wir drauf gehen, wenn wir das nochmal machen. Aber es hat viel gebracht. Es war ein kurzes, heftiges Drama. Es hat uns viel gebracht. Aber das müssen wir auch nicht nochmal machen. Check, check. Okay. Ich hatte auch einen kurzen Moment gedacht, dass der Fallschirm war, aber es war nur dieses blöde Experiment, was seitlich dran klebte. Also der Fallschirm hat es zum Glück überstanden. Fallschirm wäre richtig eklig geworden. So, was wir jetzt machen müssen, ist erstmal ein Solarpanel ausfahren. Zack, das hat nämlich einiges an Strom gekostet. Hm? So, und dann gehen wir mal hier hin. Und werden jetzt die Periapsis mal so auf 55 zurückbringen. Ungefähr. Damit wir ein bisschen gesteuerter bremsen. Weil das war gerade ein bisschen zu viel des Guten. Ich denke, so ist gut. Da können wir alle mit leben. Schauen wir mal. Das müsste aber langsam ganz gut dazu führen, dass wir hier unsere Geschwindigkeit verlässlich rausbluten. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ach, das ist auch mies, wenn das gerade kippt, Dianon. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du denkst, so, ja, alles unter Kontrolle und dann beginnt es auf einmal, was zu tun, was es bis eben noch nicht getan hat. Ist immer sehr ungünstig. So, aber das sollte jetzt passen. Wir haben auch nicht mehr ganz so viel Energie drin, wenn ihr euch das mal anguckt. So 2400 und ein bisschen Meter pro Sekunde ist nicht mehr ganz so schlimm. Verdammt, ich darf nicht. Ich habe aus Versehen mit Zeitraffer gesteuert gerade. Das war nicht so gut. So. Es ist nicht mehr ganz so viel Saft dahinter. Wir haben jetzt noch 2652 Meter pro Sekunde. Und auch das bluten wir ganz gut raus. Der kommt jetzt auch wirklich runter hier, der Orbit. Wenn auch nicht so schnell, wie ich mir das wünschen würde, ehrlich gesagt. Aber wir brauchen eh ein paar Orbits, damit wir die Raumstation an eine Position bekommen, wo es uns was bringt.
Dun, 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 dun. So, so weit, so schlecht schon mal. Dann nächste Runde, hätte ich gesagt. Also wir haben jetzt zwar irgendwie 1 Kilometer an Höhe verloren auf der Periapsis, aber so, 586 gehen wir rein. Schauen wir mal, wie viel wir am Ende verloren haben dann an Kilometern. Sieht aber so ganz gut aus. Wissenschaftler austauschen könnte man tatsächlich überlegen, ja. Weil die gerade ziemlich angepisst sind, ne? Die zwei Kerlchen. Die haben halt nicht so viel Bock auf ihren Job da. Aber ich muss mal sehen, ob die tatsächlich in Touri-Mode gegangen sind. Das wäre relativ ungünstig. Oder in den Verweigerungsmodus, weil dann kriege ich die jetzt auch gerade hiermit nicht abgeholt. So, wir haben knapp 76 Kilometer rausgelassen. Höhe. Das passt ganz gut. Das können wir gerne nochmal machen. Na, Tramon Andi, gut ist soweit. Und bei dir? Wir adventeln hier fröhlich vor uns hin und versuchen, meinen überaus ehrgeizigen Plan mit sehr wenig Sprit Sachen noch zur Raumstation zu bringen, zu erfüllen. Und bei dir? So. Loop. Kontakt. Wir könnten tatsächlich im nächsten Orbit ein gar nicht so schlechtes Encounter hinbekommen. Die Frage ist, sind wir schon im Limit für unsere. Ja, es reicht nicht, um es rauszufinden, ne? Es reicht nicht, um es rauszufinden, glaube ich, dass die nah genug zueinander kommen. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr bremsen durch aggressives Anstellen. Sag es mir. Relative Speed 250. Ah. Noch nicht ganz, Leute. Ein Orbit noch. Ein Orbit noch. Ein Orbit und dann versuchen wir einen Encounter hinzukriegen, okay? Das haut noch nicht ganz hin. Aber wir sind richtig nah dran. Das macht mir echt ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, wir kommen nicht an eine Raumstation, die so langsam auseinanderdriftet. Das wäre echt nicht gut. Das wäre überhaupt nicht gut. Ach ja, das wollten wir ja nicht machen.
Jetzt hätte ich das Bein ja schon wieder angefasst. Ah, diese Wissenschaft verwirrt mich. So, Solarpanel. Let's do this. Geben wir ihm noch einen kompletten Tauchgang? Einen machen wir noch. Das ist der letzte jetzt. Das ist der letzte komplette. Danach wird es mir, glaube ich, zu knapp. Wir haben jetzt schon echt viel. Will ich wirklich auf 53 Kilometer? Ja. Ich gehe da jetzt auf 53 Kilometer nochmal durch. Wir haben jetzt viel kinetische Energie schon rausgenommen. Danach sollte es eigentlich passen. Danach sollte es im Bereich. Wir müssen ein bisschen im Orbit hin und her schlunzen. Rumkommen. Aber es sollte nicht mehr ein echtes Problem sein. Oh, guck mal, die Space Station. Hi, wir sind's. Wir kommen hier mal kurz auf 39 Kilometer vorbeigeflogen, wenn das für dich okay ist. Und überholen dich dann durch die Atmosphäre. Was sagt... Ja, guck mal. Es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel, was uns fehlt. Los geht's. Guck mal, wie schnell wir sind verglichen zur Raumstation. Jetzt sieht man also auch mal schön diesen Geschwindigkeitsunterschied. Wir einfach dran vorbeipesen. Ich hoffe, das passt noch. Ich hoffe wirklich, dass das noch passt. So. ...411 Kilometer noch. Bevor es unangenehm wird. Beziehungsweise minus 70, weil 70 Kilometer ist ja Atmosphäre. So, wir sind jetzt gleich am tiefsten Punkt der Atmosphäre angekommen. Und das Ding fliegt auf einer ungefähr 150 Kilometer Umlaufbahn. Also davon sind wir jetzt auch nicht mehr so weit weg. Nicht so gigantisch weit zumindest. Und werden jetzt auch gleich noch die nächsten, ich denke mal so die nächsten 40, 50 Sekunden werden wir einen Großteil an Höhe hier noch rausziehen. Ich bin gespannt, ob wir an die 300 rankommen. Bin nicht ganz sicher. Jetzt gern probieren tatsächlich. Einer war fast katastrophal. Das stimmt. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier die Karre in den Wind halten. .344. Das Encounter werden wir nicht mehr kriegen, aber... was machen wir als nächstes? Ich denke, wir machen jetzt nochmal einen Durchflug auf 60 Kilometer. Ich gehe jetzt hier nochmal hin. Bring uns hoch auf 60 Kilometer. Periapsis. 57, 58, 60. Ich glaube 60. Das da sieht gar nicht schlecht aus, ehrlich gesagt. Aber es sind halt Relative Speed 511 Meter immer noch, ne? Wir müssen halt noch tiefer gehen, aber ich habe ein bisschen Schiss davor, nochmal so einen tiefen Anflug zu machen, ehrlich gesagt. Also 52 Kilometer glaube ich nicht, oder? Ist da noch genug Energie drin im Orbit?
Ich bringe uns mal auf 55. Wir machen nochmal 55er Durchflug. 60 bremst zu wenig, aber ich will halt nicht riskieren, das jetzt irgendwie kurz vorher noch zu verbocken. Weil ich zu greedy werde. Er sagt, ist okay noch. Schön ist ja, dass die Orbits jetzt sehr schnell gehen mittlerweile. Also in Kerbal-Zeit. Für uns dauern die natürlich genauso lange wie vorher. Aber in Kerbal-Zeit fressen sie nicht mehr besonders viel. So. Das ist halt heftig, finde ich, dass ich irgendwie 500 irgendwas Meter Relative Speed habe. Das ist schon echt hart. Das kann ich dann natürlich mit meinen 300 irgendwas Meterchen nicht abbremsen, ne? Also, wenn ich das nehme, was ich noch im Tank habe, meine ich damit die 337, darauf bezieht sich das. So, 234 Meter Höhe, 234 Kilometer Höhe, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Was wir jetzt mal machen, ist, wir... So, ja, ich muss erstmal aus dem Warp raus. Ein Solarpanel auf jeden Fall wieder in die Sonne halten und dann mal hier hin. So, was wir jetzt mal machen, ich pumpe jetzt mal den Orbit auf 150 Kilometer auf der anderen Seite hoch. Das hilft nichts. Ich muss gucken, dass das zueinander passt. Und dann... Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau, ob das hinhaut. Im Zweifelsfall werfe ich einen Wissenschaftler mit einem Jetpack raus, wenn das Encounter nah genug ist. Und der muss das ausgleichen. Da bin ich gnadenlos. Das Fuel raus, ne? 150 Kilometer will ich von dir. Ungefähr. Wir sind hier, er ist hier. Spannend, spannend, ehrlich gesagt. So, 0,5er Ascending, Descending Node. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir einen Encounter hinbekommen, das sich lohnt. Das wird einen Moment dauern jetzt, weil ich die Raumstation quasi mich unterfliegen lasse. Das sind jetzt ein paar Orbits. 264 ist auf der Uhr. In die Nähe muss ich kommen. Das kann jetzt eigentlich funktionieren. Ich kann es halt nur nicht beschleunigen vom Zeitraffer. Wie ihr seht, ein paar Orbits, dann bin ich damit durch. Das mit den Kerbal-Dollars ist ausgeschaltet. Du bekommst keine neuen mehr, du kannst aber deine vorhandenen noch ausgeben. Da habe ich eine gewisse Karenzzeit gelassen, wobei ich das jetzt auch demnächst mal abschalten werde. So. Ich muss jetzt kurz ein paar Orbits aushalten. Während die Station uns einholt. Also macht's mehr Sinn. Tick tock, tick tock. So, und dann müssen wir halt hier ein bisschen angleichen, um zu sehen, wie wir das machen. Das mit den Punkten sammelt sich an. Du hast unten so eine kleine grüne sag ich schon, oh Gott, ich glaube es ist ein Schlaganfall, so eine kleine blaue Flasche unter dem Chat. Da kannst du draufklicken
Und die Punkte sammelst du. Mit jedem Stream, den du guckst, werden das mehr. Damit kann man sich dann irgendwann einen Köbel holen. Das siehst du aber, wenn du auf die Flasche drückst. Nee, die ganzen Befehle sind auch aus. Ihr seht das nur noch, wenn ihr einen Redeem macht, dann sagt er euch, ob ihr noch genug Punkte dafür habt. Das ist das Einzige, was noch aktiv ist. Also das Perks und das Redeem. Alle anderen Befehle sind aus. Zusammen also die gehören halt zu dem System an sich und deshalb sind die abgeschaltet. Nee, dann nicht mit Redeem. Dann einfach auf die blaue Flasche klicken, dir das raussuchen, was du haben willst und dann nehmen. Zum Beispiel so nach einem Stream kann man sich meistens schon irgendwie ein Smiley nehmen. Also wie gesagt, das ist aber das alte System, ne? Einfach unten auf die blaue Flasche gedrücken, die Science-Punkte, da könnt ihr das nehmen, was ihr haben wollt. Genau, Redeem ist im Moment eigentlich nur noch dafür da zu sehen, wie viel man hat. Dum 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 dum. Tja, Ungu. Sieht nicht gut aus für dich. Ding, ding. So, ein Orbit noch. Vielleicht sogar zwei. Mal gucken, wie gut der Treffer wird. Ein bisschen Abstand ist okay, aber es sollte nicht zu weit sein. Du musst auf die Flasche draufdrücken. Also da ist so eine blaue Flasche links daneben, neben den Punkten. Und wenn du auf die draufklickst, dann kommt ein Menü mit den Sachen, die man dafür bekommen kann. Also du musst da schon aktiv draufklicken. Genau, dann wird dir gezeigt, was man für die verschiedenen Punkte kriegt. Das hat nichts mit Subs oder sowas zu tun. Nee, das darf jeder haben. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Nächste Runde sollte es dann langsam passen. Schwierig. So, Erdmanöver. Jetzt muss man ein bisschen gucken. So, dann haben wir hier das Encounter. Auf 4 Kilometer bei 51 Metern. Sehr schön. Ich bin sowas ähnliches wie zufrieden, hätte ich jetzt gesagt. Wir kriegen es hin, Leute. Wir kriegen es hin. Ich mache mal noch das zweite Panel auf. So, wer hat denn noch seine letzten Punkte gerade rausgeblasen? Banavia hat noch ein paar Punkte im Köcher gehabt. Eigentlich gibt es noch mehr Trambahn, Andi. Ich weiß nicht, wir hatten das letztens schon festgestellt, wenn du von der Mobile-App drauf bist, da funktioniert das mit dem Anzeigen noch nicht so gut. Ich glaube bei Android oder sowas. Wenn du am Rechner bist, solltest du mehr als das sehen. Unter anderem auch Kerbals Redeem. Wir hatten das vorletzten Stream hatten wir das schon mal, dass das irgendwie auf Mobile-Geräten, glaube ich, nicht richtig angezeigt wird bisher. Und ich vermute mal, du hast ein Mobile-Gerät, von dem du gerade guckst. Oder ein Fernseher oder irgendwie sowas. Zack. So, Leute. Dann to the Encounter, hätte ich gesagt. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass die Typen jetzt nicht ausrasten. Oh, please, lass die Typen nicht ausrasten. Das wäre richtig bitter. Das wäre richtig, richtig bitter. Wo sind sie? Ich sehe sie noch nicht. Und wo kommen sie? Ah, da waren sie irgendwo. Das war so schwierig, die Raumstationen visuell zu orten. Ist sie hinter uns irgendwo? Ah, da. Da ist sie. Bei iOS auch nicht. Ja, ich glaube generell in der Mobile-App ist das wahrscheinlich einfach noch nicht gut integriert.
So, wir machen gleich einen kurzen Angleich, Burn. Und dann nähern wir uns der ganzen Kiste an. Und ja, da ist es. Vielleicht sollten wir auch einfach mal in die richtige Richtung zeigen. Und das können wir uns leisten. Dann fliegen wir rüber. Besuchen Sie mit all unseren Wissenschaftspunkten. Und tatsächlich wäre es eine gute Möglichkeit, einfach mal das Personal auszutauschen. So, und jetzt müssen wir hinfliegen, ne? Auf geht's. Ich bringe uns mal auf ein paar hundert Meter ran. Auch sehen, was wir tun. Ich denke, das passt ganz gut, 500 Meter. So, und dann können wir da einparken und mal gucken, was wir für den Kulturaustausch zwischen Raumschiff und Raumstation so tun können oder halt auch nicht. Bitte nicht ausrasten, bitte nicht ausrasten. Pippum. Verdammte Meutereien. Also sie sind auf jeden Fall im Meutermodus. Jetzt müssen wir mal gucken, was das bedeutet für unsere Raumstation. Irgendwie größer in Erinnerung hatte, oder? Hat die nur nicht gut geladen, oder haben die mir gerade die Raumstation unterm Arsch kaputt gemacht, die kleinen Meuterer? Das wäre auch nicht so gut. Wo sind die denn? Leute, das ist nicht witzig. Wo seid ihr? Ihr könnt doch nicht... Ihr könnt doch nicht die ganze Raumstation wegmachen. Peebles? Aber irgendwo muss ja diese Raumstation sein. Wo ist denn? Holy shit. Ich muss mal ganz kurz hier einpacken und dann mal gucken, wo die Raumstation an sich ist. Die Raumstation ist einfach weg. Also jetzt ernsthaft. Was nicht gut ist. Irgendwas, ich habe auch irgendwas in dem Moment wegfliegen sehen. Aber, also ich verstehe, dass sie Sachen abbauen. Aber sie sind noch da. Also sie sind angeblich noch auf dieser Raumstation. Aber diese Raumstation ist halt nicht die Raumstation, die ich meine. Es ist halt einfach mal, das ist ein Rest davon. Eine Aussichtskuppel. So. Müssen wir mal wirklich gucken, wo diese Typen abgeblieben sind. Ich gehe jetzt mal übers Dings, übers Space Center. Also sie haben gemeutert, okay. Das lasse ich ihnen, das sei ihnen gegönnt. Die Frage ist, wo sind sie hingemeutert? Irgendwo müssen sie sein. Sie sind auf der Anzeige, sind sie noch drauf, zusammen mit ihrem Kollegen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wo... Wo, Leute? Wo seid ihr? Wohin seid ihr gemeutert? Vielleicht finde ich sie... Also ich muss sie ja über die Tracking Station noch finden können, die Typen.
Hallo? Die Raumstation war noch. Die war noch gut. Was hat gefehlt? So grob alles von der Raumstation. So grob richtig alles von der Raumstation. So, Kerbin Space Station 1. Ja. Hallo. Okay. Oh, sie sind weg. Sie sind einfach weg. Sie sind nicht mehr da. Ich guck mal, ob sie bei Killed in Action zu finden sind. Eventuell habe ich die ersten tot gemeutert. Das dann jetzt aber auch zurecht, ehrlich gesagt. Also das kann ich auch keinem Bug in die Füße schieben, in die Schuhe schieben. In die Füße schieben ist auch kein gutes Wording. Hier sind sie aber auch nicht. Doch Almisch. Almisch ist hier, der als einziger nicht gemeutert hat, glaube ich. Und die anderen Typen? Die haben sich einfach in Luft aufgelöst. Ja, die sind abgehauen. Wer waren da noch? Da war noch Euphor. Euphor hatten wir noch. Die sind einfach weg. Euphor und der andere. Wer war denn der andere noch? Almesh war der, der noch nicht in Panik war. So, Almesh haben sie umgebracht, offensichtlich. Und die anderen sind einfach abgehauen. Also sie sind auch raus aus dem Space Program. Die sind nicht mehr da. Läuft bei denen. Wow, mit unserem Wissenschaftsland. Tja, ich glaube, wir müssen eine neue Raumstation bauen. Hust, hust. Okay, lasst uns die Typen nach Hause bringen. Erstmal. Ach, das ist ja ärgerlich. Das ist ja richtig ärgerlich. All them science. All them science. Alles für die Füße. Schießen wir denen direkt eine neue Station einfach hoch? Es würde Sinn machen, ne? Dass wir sie gar nicht zurückholen, sondern ihnen eine neue. Tja. Das Ding können wir mal terminaten, würde ich sagen. Wollen wir eine neue Raumstation bauen? Eine neue Kerbin-Raumstation? Eigentlich macht Sinn, dann würde ich die ganzen Wissenschaftsdaten nicht verschwenden, ne? Mann, ey, das ist aber auch echt ärgerlich. Tja, habe ich wohl erfolgreich ein paar Leute umgebracht. Duna, Moonspace, bla bla bla, bla bla, bla bla. Okay, kein Auftrag dafür. Dann müssen wir es halt so machen. Die Einzelschicksale der so unbesonnenen Helden. Ja, holla, das ging ein bisschen schief. Das ging ein klitzekleines bisschen schief. Hab gehört, du brauchst neues Personal. Mehr Personal, also nach Bedarf. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Personal kann ich gerade gebrauchen, habe ich gehört. Kann die Station nicht noch angeflogen werden? Nee, die Station ist weg. Also von der Station sind zwei Bauteile übrig, in denen ist aber keiner mehr. Der Rest ist verschwunden. Almesh wird als tot gewertet, die anderen beiden sind weg. Richtig weg. Also so richtig, richtig weg. So, lasst uns mal gucken. Science-mäßig können wir jetzt natürlich. Ich glaube, ich habe schon das größere. Falscher Knopf. Ich glaube, ich habe schon das größere Labor. Ja, das kaufen wir uns mal. 50.000 because of reasons. Guck mal, wir haben das coole große Labor mit einer coolen großen Antenne und alles. Das machen wir auf jeden Fall. Was wir aber diesmal auch auf jeden Fall machen, ist ein bisschen mehr aufpassen, dass wir die Leute nicht umbringen. So. Was kommt da noch mit dran? Da kommt auf jeden Fall ein Wohncontainer mit dran, damit die Leute nicht
alle desertieren gehen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir mittlerweile was Strukturelles haben, wo man mit arbeiten kann. Hey! Advent, Advent, ein Kürbel brennt. Vielen lieben Dank, Tramwan Andi, für die 30 Bits. Aber wir haben noch nicht so einen richtig guten, immer noch nicht so einen richtig guten Adapter, ne? Um irgendwie... Mini-Airlock, Tundra-Airlock, ne. Das fehlt uns immer noch, ne? Kirby-Tart. Aber können wir so ein Ding eventuell nehmen als ein Docking-Point für alles andere? Kirby-Tart 2,5 Meter. As Life Support Recycler, Crew Quarters are outfitted with Comfort and Exercise Features to make your Kerbals more comfortable. Das sollten wir generell sowieso mal kaufen. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir daraus machen können. So, das hat ein Recycler scheint sowieso zu haben und Purifier, Hab Common, Hab Quarters. Was hat das hier? Oh. Habitat Option, ist das Hab Common oder Hab Quarters? Was funktioniert besser? Sagen wir es einfach mal so. So, Hab Common. Irgendwie passiert nichts, ne? Das ist kein Unterschied, der zeigt mir das nicht an. Achso, jetzt zeigt er mir es an. Ah, okay. Ich habe hier nur eingestellt, was als nächstes käme. Quarters macht 7 Jahre 300 Dings. 8 Jahre. Was mich gerade ein bisschen nervt. Also, das Dings ist besser auf jeden Fall. Hier 8 Jahre, 79 Tage. So. Sehr schön, aber. Doch, Aussichtsplattform ist super. Ich baue das nicht an die alte Station ran. Du Troll. Niemals. Was mich so ein bisschen... Tja. Tja, tja, tja. Also wir können jetzt hier relativ einfach essen und sowas ranmachen. Das ist alles kein Stress. Was mich gerade so ein bisschen... Hatten wir denn das? Kerbin Space Station 2. So. Wie hatten wir denn das auf der alten Space Station gemacht? Da gab es doch ein Docking Node. Ich habe nämlich ehrlich gesagt so richtig keine Lust, den nochmal zu bauen. Also den Docking Node. Hi, Rakete. Oh, it was that simple. Tatsächlich. Tatsächlich war es doch sehr einfach gedacht insgesamt. Okay, ich habe einfach da an dem Recycler links und rechts dann so Dinge angebaut. Okay. Und einen unten. Na gut. Gut, wir können das einfach halten. Das ist okay. Habe ich letztes Mal so gemacht, kann ich also dieses Mal mit gutem Gewissen auch so machen. Load. So. Das hieße in unserem Kontext, ich könnte so lustige Dinge tun wie hier irgendwo Construction Ports ranbauen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die optisch hinpassen und wie ich die zu drehen habe. Aber ich hätte hier sogar Attachment Points, ne? Was gar nicht so schlecht wäre, ehrlich gesagt.
Ja. Ehrlich gesagt. Aus irgendeinem Grund macht er den auf der anderen Seite nicht ran, aber. Könnten wir hier sogar in vier Richtungen gehen, ne? Ich glaube tatsächlich, dass das für später eine ganz gute Wahl wäre. Wir machen jetzt hier dazwischen noch ein bisschen Speicherplatz. Speicherplatz. What happened? What happened? Danger Mouse, vielen lieben Dank fürs Follow und das direkt folgende Abo. Vielen lieben Dank. Ganz herzlich willkommen bei den Kommandanten und Instant. Ganz viel Spaß, Freude und Erfolg mit deinen Kirby-Emotes. Rocket. Also, was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist Mangiare. Weil Mangiare wichtig. Life Support, da. Wir brauchen auf jeden Fall Essen für die Vögel. Sonst drehen die uns durch. Und wir brauchen eine gute Batterie. Sonst ist da sehr schnell halt finster in der Nacht. So. Und wir bauen hier oben auf jeden Fall einen Dockingport ran. Und zwar aus Optikgründen jetzt endlich mal ein Shielded. Zack, dann haben wir hier nämlich inline sauber einen Dockingport für normales Docking. Und da unten relativ viel Stuff, an den wir noch ansetzen können. Und jetzt überlege ich gerade: Tundra Airlock, Airlock Module. Ist es the right one? Wollen wir hinten ein richtiges Airlock bauen? So quasi zum Ein- und Aussteigen? Ich hoffe, es ist das Richtige. Jo. Das ist gar nicht schlecht. Und guck mal, das hat so. Eben hat es noch einen Attachment Point gehabt. Warum hat es einen Attachment Point? Wait. Ich habe das Gefühl, das kann man vielleicht für konfigurieren? Nein, können wir nicht. Bäh. Okay, es hat nur ein Attachment. Guck mal, da haben wir so ein richtiges Airlock. Aber ich befürchte, da kann man wieder nichts ranbauen, oder? Kann man da was ranbauen? Unten? Nö. Ah, Airlock ist nicht so gut. Okay. Stelle fest, Airlock nicht beste Idee. Später vielleicht. Jetzt gerade wäre wahrscheinlich hier als abschließende Maßnahme ein Construction Port gar nicht dumm. So. Construction. Dann können wir das später erweitern und dieses entsprechende Teil gerne noch anbauen, aber im Moment halt nicht. Wer weiß. So, Strom brauchen wir noch. Auf jeden Fall brauchen wir noch eine Stromerzeugung. Was prüfen. Einfach für mich. Die sind zu klein, ne? Ich werde es trotzdem mal kurz angucken. Ist zu lang. Damn! It's really too long. Könnte man sonst eigentlich ganz hübsch tun, ne? Ist das die Tür? Ne, ist natürlich hinter. Ne. Die Tür ist natürlich dahinter, ne? Weil euch sonst nichts eingefallen ist. Das wäre eigentlich ganz gut. Das wäre eigentlich ganz gut, wenn wir die Dinger so anklappen könnten. Eigentlich fände ich das ganz hübsch, aber
Aber, und jetzt kommt das große Aber. Also wir dürfen dann auf gar keinen Fall diese Tür benutzen. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen gefährlich. Wir nehmen mal die etwas größeren Robotics. Also erstmal brauchen wir, glaube ich, ein größeres Hinge-Part. Sonst funktioniert das... Oh. So könnte man aber natürlich vielleicht dafür sorgen... Was wiegt das? 17 Tonnen? 0,52, okay. Holy shit. Das hatte ich mir irgendwie ein bisschen optisch eleganter vorgestellt. Aber so könnte man schon mal vermeiden, dass das Ding hier reinklippt. So. So hätten wir freidrehende Solarpanel. Unintended. Noch genug Platz, um hier unten was ranzubauen. Ehrlich gesagt würde ich die Dinger gerne weiter oben haben. Nee, das ist es noch nicht. Vielleicht machen wir sie einfach seitlich und groß. Tatsächlich. Lass mich raten, die kosten jetzt so ungefähr 1 Million? Nee, das geht eigentlich noch. So, Fenster zumachen mit Solarpanelen. Funktioniert das, wenn die drehen? Frei. So. Ja, das mit diesem Klappen, das lasse ich jetzt erstmal. Das ist irgendwie noch nicht so das. Zip. Zip. So. Ich glaube, dann haben wir hier erstmal eine grundsätzliche Rakete. So, wenn ich da jetzt drei Leute raufstecke, mal so annahmeübmäßig. 1, 2, 3. Haltet ihr 138 Tage mit den Supplies durch. Und 2 Jahre irgendwas mit den Habitation. Das ist gut. Dann würde ich euch aber noch einen Recycler, glaube ich, mitgeben. So. Life Support Recycler. Und Fenster zur Seite raus. Check. Check. So, ein Jahr 235 klingt schon sehr viel besser. Sind wir aber bei 30 Tonnen. Okay. Das ist nicht ganz billig. Insgesamt. Ich glaube, darf ich die Raumstation mir nennen? Wir können uns auf Folgendes einigen, weil eigentlich ist das für Schiffe gedacht. Im neuen System haben wir das bedacht, dass Schiffe und Raumstationen unterschiedlich viel kosten. Wir können sie Kmir nennen. Ich finde, das ist ein fairer Kompromiss. für ein Farming-Modul und einen gelernten Farmer. Das können wir gerne noch ausbauen. Das können wir ja gerne noch ausbauen. Aber erstmal muss ich irgendwo anfangen und jetzt noch direkt ein Farming-Modul hier seitlich ran oder so. Das wird, glaube ich, ein bisschen zu viel. So haben wir erstmal Stromerzeugung. Wir haben das Labor. Wir haben eine Cupola. Wir können ankoppeln und alles drum und dran. Und wir können alle Leute da wieder rausnehmen, weil keiner sterben soll. Wir können dann einfach die 2 Wissenschaftler da lassen. Das machen. So, und ich überlege gerade, haben wir einen Probe Core? Der Small. Wie small ist denn der Small? Ich glaube, den Small kriegen wir nämlich unter den hier drunter gequetscht, meine ich. Yes.
Das hilft ehrlich gesagt dem Docking Point sogar, ein bisschen mehr exposed zu sein. Und wir haben dann einen Probe Core drauf, der das ganze Ding steuern kann, wenn da nur Wissenschaftler drauf sitzen. So. Now Rakete. Gut. Da muss auf jeden Fall ein Fairing drum, ob es uns gefällt oder nicht. Oh Gott. Don Mobo, vielen Tonobo, meine Güte. Ja, setzen die Sprachfehler schon ein. Vielen lieben Dank für die 5 Euro fürs Haus der kleinen Forscher. Dankeschön. Reicht das? Ich befürchte fast nicht, aber wir müssen mal gucken. Vielleicht reicht es. Ich hätte einen Skipper Run gebaut. Ein bisschen. Auch noch ein bisschen Sprit mit dran. Hat ja eigentlich einen ganz guten Wert, finde ich. Also das machen wir jetzt. Ich habe da keine in der Größe reusable Rakete da. Müssen wir jetzt einmal in unschön bauen. So. Meine Hoffnung wäre jetzt, aber das wird nicht klappen, kann ich jetzt schon sagen. Damit kommen wir nicht durch. Oh, wir kommen so halb damit durch. ich glaube, das können wir mit ein paar Boostern tatsächlich hinbekommen. Weil wir dann bei 3000, blablabla, dann brauchen wir noch ein bisschen. Was ist denn jetzt hier passiert? Mit ein paar Boostern müsste es gehen. Wir nehmen tatsächlich mal Booster diesmal. Also im Sinne von Feststoffbooster. Das wäre eigentlich auch ein schöner Grund, irgendwann mal zu upgraden. Ganzen neuen Booster. Bestimmt auch eine Menge Spaß. So. An dem Labor ist eine Antenne dran. Eine 100G Antenne. Also die ist da inkludiert. Die ist tatsächlich einfach stumpf mit dabei. Zack. Dieses verbesserte Science-Labor hier hat eine 100G-Antenne quasi eingebaut. Völlig verrückt. Also alles inklusive mit dabei. Kann auch viel mehr Science, also Data aufnehmen. 1000 Punkte meine ich, statt dem 500 oder 57. Auf jeden Fall mehr. Kann mehr Science speichern. Ist also alles, was der Wissenschaftler von Welt so braucht, um seine Daten zu verarbeiten. So. Jetzt lasst uns mal gucken, wie das so rumkommt, wenn wir das so machen würden. Zack. Zack. Sea-Level 175 ist fast ein bisschen viel. Da können wir ein bisschen zurückschrauben. Obwohl es eigentlich ist alles gut. Wir können ja das mittlere Triebwerk zurückschrauben dann. Wir fangen einfach gut an und fliegen dann entspannt weiter. So sieht es nämlich aus. So, jetzt müssen wir nur noch mal gucken. Keiner drin. Dann lasst uns das Ding noch in Orbit bringen als Abschluss des heutigen Streams. Und wir versuchen es relativ gut zu mieten mit dem Raumschiff, was schon im Orbit ist.
dass wir da dann eine direkte Datenübergabe machen können. Also ich versuche sowas ähnliches wie ein Rendezvous hinzubekommen. Mal gucken, ob es funktioniert. Aus welchem Mod stammt das? Das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob es von Orbital Science oder von USI kommt oder ganz woanders her. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht ad hoc sagen. Designtechnisch passt es irgendwie nicht zu USI, finde ich. Also ich würde eher sagen, nicht USI. Bin mir aber wirklich nicht sicher. Hätte ich die Booster dann nochmal richtig strutten sollen? Ah, wird schon. Sitzt ja keiner drin, kostet nur einen Haufen Kohle. So, das machen wir mal zu. Das setzt mich nur unnötig emotional unter Druck, wenn ich sie verhungern sehe. So, da ist wir. Da ist. Ist das unsere Moon Mission? Ist das unsere Mission? Sind das unsere Leute? Ich glaube, das sind unsere Leute. Okay. Dann können wir sie eigentlich einholen, ne? Indem wir einen niedrigeren Orbit fliegen. Ja, das machen wir. Und los. Dann können wir nämlich direkt fliegen. Haben wir gute Ausrede, jetzt zu starten. Los geht's! Die Rock geht gut ab. Ich werde jetzt gleich mal ein wenig Schub nehmen. Das reicht nämlich ehrlich gesagt schon. So. Jetzt lassen wir ihn hier Gravity Turn fliegen. Oh, ein SRS extra nochmal wäre vielleicht eine Idee gewesen, aber eigentlich hat die Kuppula, hat glaube ich, welches mit dabei und ich meine der Probecore auch. Also ein bisschen SRS hat die Station. Zum Sonnenaufgang. Wunderschön. So, ich würde jetzt mal gucken, dass wir langsam mal beginnen, sowas wie einen Turn zu machen. Kito möchte das irgendwie nicht so sehr, wie ich das will. Aber wir haben echt schon gut Höhe gewonnen. Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, langsam mal in Richtung Orbit zu fliegen. Sonst wird mir das zu knapp nachher. So. Das sieht doch alles schon mal gar nicht so schlecht aus. So, weg mit dem Ferry. Und Feuer frei mit der nächsten Stage. Irgendwas ist kaputt gegangen. So. Hm.
sollte auf jeden Fall Massive Scale Launches geben. Ohne Probleme. Also irgendwo ist SRS auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau wo, aber ich glaube von hier. Vielleicht noch ein bisschen was aus dem Drop kommen. So, dann haben wir noch ein paar hundert Meter nach dem Orbit übrig. Die sollten eigentlich reichen, um uns... Ich habe das Monoprop schon eigentlich rausgepackt, um uns an die Station ranzubringen. An das Raumschiff meine ich natürlich. Noch 40.000 schon mal unser. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da ist die Moon Mission. Wir wollen die Moon Mission irgendwann mal abfangen. Vorher müssen wir aber ein bisschen aufholen. Hier ist geraten, ehrlich gesagt. Bauchgefühl sagt, das könnte klappen. Bauchgefühl hat Unrecht. Target Position da, wir sind hier. Das heißt, wir müssen noch viel weiter aufholen. Lass mal gucken, ob wir eventuell... Ah, das sieht doch gar nicht schlecht aus. 8 Kilometer. Sehr schön, dann nehmen wir doch das. So. Hello, Crazy Day. Wir tanken heute nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, wir ziehen durch ohne tanken. Ich weiß, ist eine harte Erkenntnis, aber heute wird nicht getankt. Oh, was dieser Probe alles kann. Den nehme ich jetzt, glaube ich, öfter mit. Als ob ich einen ausgebildeten Piloten dabei hätte. So, manchmal muss man halt eine neue Station liefern, ne? Manchmal muss man eine neue Station liefern, wenn man die alte kaputt gemacht hat. Okay, das wird eine relativ kurze Zündung. Tick, tick. Dann kriegen wir doch, glaube ich, noch bis zum Ende des Streams das Rendezvous hin. Die Übergabe der Daten und die neue Wissenschaftsbesatzung. Ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Wegen Kilometer bei Tageslicht. Was wir nicht alles können. So, mir ist bewusst, dass ich im Moment auf Akku arbeite da oben. Aber das Ding hat so viel Vorrat an Strom, dass ich das relativ entspannt sehe. Wir machen ja noch nichts. Aber die uns auch die ganze Wissenschaft kaputt gemacht haben, ne? Wow. Das trifft mich hart. Das trifft mich wirklich hart. Alles, was wir da noch an Daten gespeichert haben, haben sie uns einfach zerstört. Eieieiei. So, ab in Richtung Target. Wir haben noch 267 Meter pro Sekunde zur Verfügung. Defekte Wissenschaftler ausstoßen, das
funktioniert leider nicht automatisch, aber wir sollten einfach darauf achten, dass das gefährlich ist, diese Typen Touris werden zu lassen. Weil sie halt nicht mehr Touris werden, sondern halt völlig ausrasten, alles kaputt machen. So, und jetzt bringen wir das Ganze mal ein bisschen besser zueinander hier. So, 2 Meter klingt, glaube ich, ganz gut. Die Crazy hat also Rocket Beans Pen and Paper geguckt. Ich begrüße das prinzipiell. Pen and Paper ist eine gute Sache. Sollten viel mehr Leute spielen. La, la, la. So schöne, ruhige Musik. Das ist nicht wundervoll. So. So, dann parken wir die Kiste jetzt hier einfach mal ein. So. Und dann schicken wir die neuen Bewohner rüber, ne? Also. Mr. No Name, Eddie, ihr seid jetzt erstmal. Ihr macht jetzt erstmal sehr viel Wissenschaft in der nächsten Zeit. Und ihr freut euch sehr, stimmt? Stimmt doch, oder? So. Auf geht's. Ich habe euch eine ganze Raumstation gebaut, wie ihr seid nicht glücklich. Dürft ihr sogar gemeinsam in Betrieb nehmen. Und eventuell kommen später noch andere Leute. Das weiß ich aber noch nicht so genau. So, wo sind jetzt hier die Türen insgesamt so? Die könnten wir doch gefahrlos benutzen, oder? Ja, ich glaube, das passt. So. Da, 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 da. So, zack. Transfer Crew. Transfer ins Labor, da wo er hingehört. So, und dann holen wir den anderen Vogel noch rüber. Den Eddie. Gut. Sehr schön, dann haben wir die. Dann machen wir gleich hier erstmal einen auf Inbetriebnahme und dann gibt es noch einen kleinen Raid, wenn ihr wollt. Dann ist auch gut für heute. Bremsen, bremsen. So. Sehr schön. Dann einmal auch hier Transfer Crew Eddie ins Labor. So, dann nehmen wir mal die ganzen Daten und packen so viel wie es geht ins Labor rein. Ich hoffe, dass alles klappt. Ehrlich gesagt, das sieht aber gut aus. Wie viel Daten kann dieses Labor ab? Dieses Ding kann 1000 Datenpunkte. 725 haben wir drin. Und dann hätte ich gesagt,
Erster Schritt. Oh, ich muss gucken, ob wir dafür. Erstmal machen wir Strom. Strom an. Riesige Solarpaneele, weil wir es können. So, dann leveln wir die Guys einmal hoch. Huhu! Ihr seid jetzt Level 2 Wissenschaftler, weil ihr schlau seid. Tschu-tschu. Man kann sie ja hochleveln im Dings. Und jetzt machen wir Start Research. Und wir machen Start Life Support. Und wir machen Start Hab Common. Und wir machen Start Habitat. So, damit sollten jetzt hier die Jungs relativ glücklich sein. Für relativ lange Zeit. Das sind sie definitiv auch. So, und wir müssen noch einmal hier. Add Wissenschaft. Ich hätte gerne einen Alarm. Warte mal, du gehst auf 1000 hoch, ne? Auf 2000 sogar. Du kannst 2000 Zeins haben. Sag mir Bescheid. Add Alarm. Cool, dann kriegen wir Bescheid, wenn die zwei hier 2000 Zeins abgerissen haben. Und das ist... Das ist falsch. So, sehr schön. Dann landen wir jetzt noch die anderen. Damit wir das nicht vergessen. Und der Fallschirm ist auch noch scharf. Sehr gut. Dann hätte ich gesagt, Orbit Retrograd is the way to go. Und dann fliegen wir jetzt nach Hause mit denen. Und ich werde dann, während die wieder eintreten, gleich mal den Raid anschmeißen.